Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über unsere Eindrücke zu Spielen wie The Outer Worlds, Need for Speed Heat und natürlich das neue Spiel von Kojima Productions, Death Stranding. Das alles und mehr jetzt bei Folge 246 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Ich begrüße Sie ebenfalls zu dieser Folge Hooked FM. Mein Name ist Robin und mir gegenüber sitzt Tom. Sehr schön. Hast du an diesem Wochenende irgendwas anderes gemacht, außer Death Stranding zu spielen, Robin? Also ich weiß von einer Sache. Ja, von einer Sache habe ich gemacht. Ich war auch mal spazieren tatsächlich. Oh. Das war aufregend. Ansonsten nicht so viel. Ja, geht mir ähnlich. Ein bisschen Need for Speed gespielt, aber auch nur ein bisschen. Same. Ja. Und dazu kommen wir noch. Bevor wir dazu kommen, ein paar Sachen, die auf dem Kanal passiert sind. Zum einen gibt es bei uns auf YouTube zwei neue Review-Talks. Einmal zu Luigi's Mansion 3 und zu The Outer Worlds. Das könnt ihr euch da anschauen, falls ihr mehr über diese Spiele erfahren möchtet. Und für Supporter auf Steady und Patreon für $5 bzw. Euro-Supporter ist eine neue Folge Hooked on Topic erschienen, in der wir mal wieder random Pokémon bewerten, passend zum Launch von Pokémon Schwert und Schild diese Woche. Mhm. Ich würde auch sagen, passend zur Folge 69 ist eine sehr sexy Folge. Genau. Also ich bin sehr sehr horny bin ich in dieser Folge, lass uns so sagen, wie es ist. Aber es wird auch wieder der Kapitalismus anhand von süßen kleinen Pokémon kritisiert. Also ich würde sagen, ja, es war so etwas wie ein Best of Hooked. Innerhalb dieses einen Podcasts. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, weil das so in den letzten Wochen über einen größeren Zeitraum erschienen ist. Mhm. Es sind jetzt alle Folgen von Mein Teddy und ich erschienen auf Time to 3. Also das ist erschienen, aber auch, dass es fertig ist. Ja, und das sind drei etwas längere Folgen. Und gerade in der zweiten hat es uns komplett zerrissen, weil dieses Spiel super lustig wird. Sehr gut. Und da nochmal die Empfehlung dafür, generell Empfehlung für Time to 3. Am Donnerstag erscheint auf Insert Moin, dem täglichen Podcast von Manu und Micha, der Talk über japanische Hidden Gems, den ich auf der EGX mit den gehalten habe dort. Gib mal einen Tease, dann gib mal ein Spiel. Soll ich sagen, was ich genommen habe einfach? Mhm. Ich habe über Eye geredet, Eye of the Somnium Files, weil ich mir dachte, ich werde darüber reden, in allen Formen, die mir irgendwie möglich gemacht werden. Direkt was Aktuelles mitgebracht. Ja. Okay. Dann lass uns beginnen. News haben wir tatsächlich gar nicht so viele diese Woche, nämlich im Wesentlichen eine, die ich jetzt mal rausgesucht habe, die doch recht relevant ist, denn vor einer Weile gab es ja die Meldung, dass Sean Layden, der Chairman von Sony Worldwide Studios, nicht mehr bei Sony ist. Mhm. Und es war so ein bisschen mysteriös, weil es wirkte so, als gäbe es da irgendwie Trouble hinter den Kulissen. Sean Layden hatte sich nicht wirklich dazu nochmal geäußert. Das war so eine ganz komische Message, die Sony da rausgebracht hat, indem das angekündigt wurde. Und jetzt weiß man um den Nachfolger Bescheid. Das wird nämlich Herman Hulst. Das ist der vorherige Chef von Guerrilla Games, die zuletzt Horizon Zero Dawn gemacht haben. Und bei Guerrilla gibt es jetzt quasi zwei neue Leute in der Chefetage. Und verzeiht, dass ich diese Namen absolut nicht aussprechen kann. Angie Smets und Jan Bart van Beek. Ja, das ist einfach niederländisch. Nee, es sind sogar drei Leute. Und Michiel van der Löw. Das ist so richtig, das sind so richtige Niederländer. Das Van der ist so niederländisch. I love it. Tut mir leid, aber das sind jetzt die neuen Chefs bei Guerrilla. Und Shuhei Yoshida, der vorher bei Worldwide Studios war, ist jetzt Teil einer neuen Indie-Division bei PlayStation, die sich darum bemüht, Indie-Studios zu finden und zu supporten. Das ist die Frage, die ich habe. Hat Herman Hulst nicht die Position von Shuhei Yoshida hier? Im Wesentlichen, ja. Also ich glaube, weil Sean Layden gibt es jetzt gerade eigentlich. Genau, nicht. Das wollte ich sagen, weil Sean Layden war ja eigentlich noch da drüber. Ja. Und Jim Ryan, der vorher nur bei Europa war, ist jetzt auch über den. Genau, genau. Ich würde eigentlich nicht sagen, dass Herman Hulst jetzt Sean Layden direkt ersetzt hat, sondern er hat mehr Shuhei Yoshida ersetzt, der eine neue Rolle bekam. Der jetzt woanders ist
Und Jim Ryan hat im Wesentlichen jetzt die Rolle, die vorher auch Sean Layden hatte, so wie ich das verstanden habe. Ja, was halt ein bisschen verwirrend an der ganzen, oder was das so verwirrend macht, das zu, von außen zu bewerten, wer da jetzt exakt welche Rollen einnimmt, wie, ist halt, dass es gerade in ganz grundsätzlich alles verändert zu werden scheint, die Struktur von Sony als Videospielfirma. Das heißt, es gibt nicht nur genauso, der übernimmt genau die Rolle, die es vorher bereits gab, sondern es werden neue Rollen erschaffen, andere Leute übernehmen die gleichen Rollen, die jetzt aber ein bisschen was anderes bedeuten. Deswegen ist das alles ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, man muss einfach halt sehen, okay, er arbeitet jetzt bei Sony direkt. Und das ist das Wichtigste. Zumal ja Sean Layden mit Chairman auch schon eine andere Rolle hatte als seine Vorgänger eigentlich. Genau. Eine andere Berufsbezeichnung. Ja. Aber ja, das ist ein bisschen verwirrend, konfus. Und es scheint ja auch für die Sony-internen Leute verwirrend zu sein, weil man so ein paar interne Gerüchte Glauben schenken darf. Sind sehr, gerade in Europa viele Leute verwirrt darüber, wie da gerade. Ja, es wurden ja auch Leute gefeuert bei Sony Europe. Oh. Sogar nicht wenige. Und da herrscht eine große Verwirrung darüber, so was da eigentlich abgeht. Ja. Ich finde es aber super interessant, dass Herman Hulst jetzt einer der Großen ist bei Sony. Vorher nur bei einem vorher bei einem der Entwicklerstudios im Wesentlichen von Sony und jetzt. Ich glaube, da hat sehr viel auch damit zu tun, einfach, dass er ja auch instrumental für Death Stranding war. Das ist ja die Engine, die Decima Engine von Guerrilla Games, die da genutzt wurde. Er ist ja auch in Death Stranding mit dabei. Also da scheint er ja schon irgendwie. Ja, gut, aber. Ist leichter nicht, zu sagen, ist ein guter wer Punkt. Nicht dabei ich erwarte noch, dass Phil Spencer auftaucht demnächst, weil einfach Sony ja nicht mehr die Übersicht hatte. Ja. deswegen, also ich glaube halt, da wo hat er quasi gezeigt, okay, ich kann hier connecten über verschiedene Studios, connecten wegen des Training, wahnsinnig clever auch auf dieser Ebene. Und deswegen war da vielleicht dann der nächste Schritt gar nicht so weit hergeholt. Genau, weil das ist jetzt nämlich sein Job, so die Übersicht und das Management zu haben über die internen Sony-Studios. Ja. Okay, dann machen wir weiter nicht mit einer News, sondern mit einem Erfahrungsbericht vielmehr. Du warst nämlich auf dem Assassin's Creed Symphony Konzert und hast dir mal die volle Breitseite Assassin's Creed Musik geben lassen. Wie war das denn? Das war hervorragend. Ich will am Anfang sagen, wir wurden da von Ubisoft eingeladen. Wir haben da ein Ticket für mich plus eins bekommen. Wir haben da nicht selbst für gezahlt. Nur am Anfang möchte ich das wie immer dann sagen. War hier in Berlin. Du könntest gleich gerne mal vielleicht, wenn ich gucke, nachgucken, was es da noch für Termine gibt während dieser Tour. Ob es da vielleicht noch irgendwie in Österreich oder Schweiz sind oder so. Denn ich würde das tatsächlich vollumfänglich empfehlen wollen. Das ging über 2 Stunden. Ich würde sagen, so 2 Stunden 15 Minuten, würde ich ungefähr sagen. Also insgesamt war es noch länger, weil eine 15-minütige Pause zwischen war oder sogar ein bisschen länger vielleicht. Und das hat eine sehr andere Struktur, als ich gedacht hätte. Die Struktur ist nämlich folgendes, du hast gerade nachgeguckt, du kannst vielleicht einmal zwischenwerfen. Achso, welche noch, Termine es noch gibt. Ob sie noch irgendwo in der Nähe sind. Also Zürich am 30. November, cool. Da gibt es noch Tickets. Und der Rest ist. Ja, Barcelona ist vielleicht noch am ehesten, der Rest ist alles. Edinburgh. Ja, also schaut mal auf assassinscreedsymphony.com, da gibt es die ganzen Tickets. Genau, aber das nächste, so Zürich am 30. November. Und da gibt es auch noch Tickets. Weil ich würde das wirklich ausdrücklich empfehlen. Die Struktur ist sehr interessant. Wir waren ja schon jetzt einige Male bei Video Games Live. Und bei dem Final Fantasy Konzert. Und bei dem Final Fantasy Konzert, ja. Und zumindest bei Video Games Live, bei Final Fantasy erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Aber bei Video Games Live war es so, dass die Videoprojektion einer meiner größeren Kritikpunkte immer war. Oftmals war niedrig aufgelöst, irgendwelche Cosplayer, die schlecht aufgelöst waren. Das wirkte halt wie von 2005 und nie geändert. Genau, und so 2005er Newground-Memes, die dazwischen gehen. Also ich fand es richtig schlimm, hat mich abgelenkt aktiv und ich habe mich gefühlt, als ob die Leute dachten, ich wäre so ein 12-jähriger Videospiel-Fan von 2004 halt. Und hier gibt es halt auch eine Videokomponente, aber die hat mir hervorragend gefallen. Denn was sie machen, ist quasi wirklich chronologisch die komplette Mainline-Reihe inklusive Liberation und Rogue durchzugehen. Sie fangen mit hören mit Odyssey auf und spielen für jedes dieser Spiele einen Medley aus 2, 3 Songs, der so weiß ich nicht, 6 bis 10 Minuten geht, wahrscheinlich eher 10 Minuten meistens. Und die Video-Footage geht quasi das komplette Spiel durch. Die geben dir quasi einen Eindruck der Geschichte, aber auf die Musik
geschnitten. Mm. Da hat nicht jemand wirklich Mühe gegeben. Es passt nicht immer hervorragend. Also man sieht teilweise auch ein bisschen Gameplay zwischendurch und das sieht halt nicht immer so gut inszeniert aus, wie es vielleicht könnte. Aber wenn halt so 90-95% sind halt Cutscenes und die sind tatsächlich versucht, immer möglichst gut auf die Musik zugeschnitten zu sein. Und es beginnt und endet halt mit einem richtig krassen CG-Trailer-Zusammenschnitt, wo es einfach so ein richtig cooles AMV quasi ist, aber live gespielt von einem Symphonieorchester. Das wirklich, also es sind wirklich, es war ein größeres Orchester, wenn ich das, ich habe es natürlich nachher nicht nachgedacht, aber es wirkte auf mich größer, als es bei Videogames Live war. Tanz auf Geigen und Cellos, sehr viele Streichinstrumente. Du hast einen Chor hinten dabei gehabt, was ja gerade für so Ezio's Family Theme und so sehr important ist. Trommeln, Schlagzeug, also wirklich richtig, richtig imposant und cool. Und was es halt geschafft hat bei mir, gerade bei diesen Spielen so 1 bis Unity oder sagen wir mal 1 bis Rogue, bis Black Flag Rogue so ungefähr, dass ich so gemerkt habe, okay, dieses Spiel habe ich halt so lange teilweise nicht mehr gespielt. Es war so perfekt für mich, diese Video-Footage dabei zu haben, weil es so der perfekte Mix aus war, ich erinnere mich und oh, das wusste ich gar nicht mehr und habe so gleichzeitig nostalgisch die Geschichten wieder erlebt und habe dann aber auch ganz oft einfach unten zum dem Konzert halt geguckt zu den Musikern und konnte halt wirklich beobachten, wie die da zusammengespielt haben. Und das war halt, das war wirklich toll. Es hat natürlich auch den Nachteil, wenn man es so sehen möchte, dass halt du halt Assassin's Creed 2 bekommt genauso viel Zeit wie Assassin's Creed Unity oder Rogue oder sonst irgendwas. Bloodlines. Ja, das nicht. Das kommt nicht vor. Das hätte ich mir fast erwartet, ehrlich gesagt. Das heißt, bei so Spielen, wo du dann vielleicht keine Assoziation zu hast, also Liberation zum Beispiel, war jetzt mein Beispiel, wo ich die Musik dann so lala fand, dem wird halt genauso viel Zeit gegeben wie Assassin's Creed 2 oder Brotherhood, wo ich halt denken würde, da könntest du 2 Stunden lang spielen und ich würde bei jedem zweiten Song wahrscheinlich ausrasten. Das ist halt so ein bisschen schade daran, aber das ist ein Preis, den ich bereit war zu zahlen dafür, dass ich so einen vollumfänglichen Eindruck bekommen habe, dass er auch so die Unterschiede gemerkt hat. Wenn es dann zu Syndicate kam, das war von Austin Wintory, dem Journey-Komponisten, komponiert wurde, wie du da wirklich merkst, wie sich das da verändert. Stilistisch ändert. Ja, das war richtig, richtig, richtig cool. Wie gesagt, ging über 2 Stunden. Begeisterung herrschte. Es fängt halt an mit einem mit diesem großen CG-Medley, wo auch Ezio's Family Theme drin vorkommt. Und es endet einfach mit so der epischsten Form von Ezio's Family Theme, die ich hier gehört habe, wo einfach die Trommel hinten ausrastet. Mhm. So Ezio's Family Theme meets Safrido. So I'm in there. Aber hast du noch eine Gitarre dabei. Richtig geil. Ja, das Ding ist, also mein Interesse, also deswegen war ich auch nicht dabei, ist nicht so groß gewesen, weil ich gar nicht so viel mit der Assassin's Creed Musik assoziiere oder überhaupt viel Musik im Kopf habe, wenn ich an Assassin's Creed denke. Ich habe ganz speziell das Ezio Family Theme im Kopf. Ich habe die Shanties aus Assassin's Creed 4 im Kopf. Wurde auch einmal eins so gespielt, tatsächlich. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Singt dann der Chor quasi hinten? Ja. Hast du eine Chorversion von einem Shanty? Ja, es wirkt ein bisschen weird, aber sehr cool. Also, weil die Shanties sind ja auch nicht so alle exakt gerade gesungen, weißt du? Das finde ich halt also, auch so. Das ist halt schon, das ist dann auch nur der Männerteil vom Chor, der dann dort sang. Es hat schon sehr eher nach Chor geklungen als nach Seemänner, die dort ausrasten. Aber es war trotzdem eine sehr coole Überraschung. Super. Ja, das finde ich super. Man merkt halt, dass sie wussten, was sie da machen, weißt du? Genau, das und eben das, was du gerade erwähnt hast, aus Syndicate das Violinspiel. Das sind so die 3 Sachen, an die ich denken muss. Nun habe ich Origins ja nicht so viel gespielt und Odyssey gar nicht oder fast gar nicht. Da weiß ich also gar nicht, wie der Soundtrack ist, aber hattest du das vorher, dass du sagen könntest, okay, auch die Musik von Assassin's Creed 1 oder das nicht, nee. Unity sind Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Es ist jetzt so, bei Odyssey und Origin im Konkreten konnte ich dir jetzt echt, da hat mir der Soundtrack richtig gut gefallen und da kann ich dir auch noch einzelne Tracks vorsummen, ohne die jetzt benennen zu können. Aber jetzt benennen kann ich die meisten Tracks auch nicht. Das, aber jetzt bei Unity oder 1, das wäre mir dann schwer gefallen. Ja. Aber und das ist mir dann auch schwer gefallen, so bei Unity oder eigentlich die einzigen Spiele, wo ich nicht so einen Moment hatte, war halt bei 1 und bei Liberation. Bei allen anderen Spielen war es halt so, dass ich dann sagte,
der Track. Also ich selbst hätte jetzt, wäre jetzt nicht drauf gekommen, wie der ging, aber als ich den dann hörte, so, oh cool, that's that one. Okay. Und ich vielleicht als zweite Perspektive noch, ich war mit meiner Freundin dort, sie hat bis Black Flag die Spiele gespielt und dann keins mehr. Und sie fand es aber genauso cool. Also da dann allein auf einer musikalischen Ebene, Skill-Ebene der, ist ja dann einfach gute Musik des Orchesters, und so genau. Chor und Orchester zu hören, ist halt toll. Genau, und sie hatte auch genau dieses Syndicate-Moment, wo so, wow, das ist ja mega krass, wie da die Violinen einfach abgehen. Ja, wirklich, wirklich, wirklich empfehlenswert, falls ihr die Möglichkeit bekommt, bei der Assassin's Creed Symphony mal vorbeizuschauen, würde ich euch das ganz, ganz, ganz herzlich empfehlen. Es war auch super faszinierend, so ein bisschen das Publikum zu sehen, weil es so ein 50-50-Mix war aus, sie gehen zu einer Symphonie, ich trage Abendgarderobe und ich habe meinen Twitch-Pullover an und ein Borderlands-Shirt darunter. Und das war super lustig und faszinierend. Hast du nicht einen Assassin's Creed-Hoodie? Ich habe einen Templar-Hoodie tatsächlich, aber also den habe ich nicht angezogen. Okay. Das würde man auch nicht erkennen, aber ist mir dann später aufgefallen. Fuck, ich hatte Mist. Kommst du in Cosplay an? Ja, da gab es auch Cosplay. Was nicht so schwer ist. So ein Desmond Miles-Cosplay ist ja einfach nur normale Klamotte. Every man ist ein der Desmond Miles, der Jay Courtney, der Videospielcharakter. Jetzt geht das wieder los. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, und reden noch einmal über Disco Elysium, denn man kann nicht genug über Disco Elysium reden. Yes. Das hast du jetzt nämlich auch durchgespielt, Dani witzigerweise auch. Cool. Und du fandest es, so wie ich das mitbekommen habe, richtig toll. Hervorragend, ja. Ich muss da sagen, ich habe tatsächlich laut Steam-Zähler, was ja nicht ganz akkurat ist, aber laut dem Zähler habe ich tatsächlich 30 Stunden gebraucht. Also ich hatte Erinnerung, dass du eher bei 20 warst, oder? So 20 rum, ja, glaube ich. Also da nochmal eine ganze Ecke für den ersten Playthrough mehr Zeit drin verbracht. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert. Also in der zweiten Spielhälfte oder sag mal im letzten Spieldrittel gibt es einige der coolsten Sidequests dieses gesamten Spiels, wo ich teilweise 5 Stunden einfach nur mit verbracht habe, halt Sachen zu machen, die völlig unabhängig vom Kernplot um den Mord waren, aber genauso toll geschrieben waren und genauso tolle Charaktere mir geboten haben. Das Ende finde ich super gut. Es ist halt thematisch voll der starke Schleife, die da um alles gebunden wird. Ich werde es jetzt nicht nochmal durchspielen, einfach weil ich habe auch gesavescummt. Also ich habe auch, wenn ich Sachen machen wollte und die gefällt haben, habe ich F9 gedrückt und das nochmal gerollt. Deswegen, ich habe das, was ich sehen wollte, fast alle schon gesehen tatsächlich. Aber ich habe bereits diverse Sachen mir durchgelesen. So, okay, wie ist da, wie kann man da, was ist da noch passiert? Und wir haben uns ja zusammen unterhalten und dann gemerkt, oh Gott, okay, hier, du hast eine ganze Questreihe, die ich nicht kenne. Ich habe hier einen Charakter dabei, der bei dir gar nicht dabei war, sondern da war jemand anders dabei. Und man merkt nochmal, wie unterschiedlich das Spiel dann wirklich sein kann. Und das ist super beeindruckend. Das war halt faszinierend, weil wir haben halt darüber geredet mit der Prämisse, okay, lass mal über die Unterschiede reden. Ja, und wir hatten halt die Sektion, wo man dachte, okay, man weiß, wo dann die Unterschiede sind. Ja. Und dann beim Erklären dieser Unterschiede, nee, warte mal, worüber redest du? Und dann bemerkt man, dass noch ganz andere Sachen anders sind, von denen wir dann dachten, dass die nicht, dass sie einfach normal sind, weil das ist ein großer Teil davon. Aber nein, auch das könnte dann unterschiedlich sein. Eines der besten Spiele des Jahres, ganz ohne Frage. Ich würde sogar, glaube ich, ein bisschen weitergehen, dass eines der besten Spiele der letzten Jahre ist, die mir so in den Sinn kommen. Ich bin wirklich komplett verliebt in dieses Spiel. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich nicht diesen Frustmoment hatte mit dem krassen Bug. Ich hatte gar keine Bugs tatsächlich. Auch hier eine kurze Anekdote. Meine Freundin spielte es gestern weiter. Die komplette Savegame zerschossen. Richtig krass. Ich hatte einfach ein Ladescreen, ein neues Gebiet und der Ladescreen hat nicht mehr aufgehört. Musste man Spiel Alt-F4 neu rein und die letzten rückwirkend wurden die letzten 4 Savegames funktionieren nicht mehr. Bei 2 davon wird die einfach in die Void geladen und die kann dort nichts machen. Bei 2 anderen geht die einfach direkt wieder ins Hauptmenü. Und deswegen ist irgendwie 1,5 Stunden an Gameplay da jetzt weg. Was übelst frustrierend war natürlich für sie. Also ist in Disco Elysium vielleicht verschmerzbarer als in anderen Spielen, weil du, wenn du skippst, kannst du, glaube ich, in 1/2 Stunde, 20 Minuten wieder dahin kommen, weil ja so viel einfach stilles Lesen ist. Aber das habe ich noch nicht erlebt, dass rückwirkend Safe Games zerstört wurden, weil das hat ja funktioniert bis zu diesem Punkt, aber dann musste man 1,5 Stunden zurückgehen, bis das wieder ging. Super weird. Oh man. Ja, richtig. Ja, schade. Aber ich hatte kein Problem, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie verbreitet das ist. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Müsst ihr uns mal sagen, falls ihr irgendwie technische Probleme hattet mit dem Spiel. Bei mir war es ja, abgesehen von diesem ich bin stuck, dann auch nichts mehr, was da danach noch passiert ist. Und da war ich ja drin. Und jetzt im zweiten Playthrough ist auch nichts passiert. Also da lief alles problemlos. Ich bin dann sehr gespannt, wenn das tatsächlich dann für Konsole umgesetzt wird. Und vor allem, wenn es übersetzt wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr exciting. Ja. Gut, ich will noch mal ergänzend über The Outer Worlds reden. Da gab es jetzt einen Review-Talk zu, das habe ich durchgespielt und mag es insgesamt sehr gern.
Vor allem wegen seinem Writing, wegen seinen Charakteren und der Spielwelt, die, finde ich, sehr schön abwechslungsreich ist und auch sich genug von Fallout abhebt, als dass es dann wirklich ein eigenes Ding wird. Und ich mag halt total diesen Setup, dass du hier einen Plot hast, in dem nicht wie in einem Mass Effect irgendwie so eine außerweltliche Bedrohung dazukommt, sondern alle Probleme, die entstehen innerhalb dieser Welt, sind menschengemacht. Und viele Leute fragen sich halt, hey, warum? Und die Antwort ist dann, naja, Kapitalismus. Dieser Setup funktionierte für mich wunderbar. Und ich finde auch, das Spiel macht einfach Spaß zu spielen, weil halt spielmechanisch das Ballern Spaß macht. Aber eine Sache, die ich jetzt im Review-Talk nicht erwähnt habe, es gibt halt so Sachen wie Companion-Skills beispielsweise, weil du selbst hast ja jetzt keine Spezialfähigkeiten in dem Sinne, aber deine Companions. Und zwar jeder Companion einen im Wesentlichen. Und die finde ich an und für sich super. Also wenn dann Nioka anfängt mit ihrer riesigen mit ihrem Maschinengewehr loszuballern, die trinkt quasi einen Schluck, schmeißt es dann weg, weil so der Alkoholismus so ein bisschen in ihrem Charakter drin, und fängt dann an, brüllend auf die Gegner zu ballern. Und das ist halt sehr, sehr lustig. Und Parvati, Parvati, die ja eigentlich sehr lieb ist und so, kommt halt mit ihrem Zweihandkolben und macht so einen Nahkampf-Drop-Angriff auf die Gegner, der sie dann so wegflubbeln lässt. Und das ist lustig, davon hätte ich gerne einfach mehr, weißt du? Auch die Science-Weapons, die es im Spiel gibt, so ein Shrink-Ray, der Leute schrumpfen lässt, oder du hast so eine Mind-Control-Waffe, mit der die Feinde dann sich selbst angreifen. Finde ich super, dass es sowas gibt. Aber warum nur insgesamt irgendwie 5 oder so davon? Davon hätte ich gerne einfach mehr gehabt, dass du noch mehr, ja, auch Auswahl hast im Kampf, wie du vorangehst. Das Ding ist, dass das halt nicht wirklich nötig ist, und das ist das andere, was ich noch ansprechen wollte, was ich jetzt persönlich als nicht so schlimm empfand, der Schwierigkeitsgrad ist sehr gering insgesamt. Also am Anfang kannst du noch so ab und zu in Probleme kommen. Es gibt ja viele Einstellungen aber eigentlich, oder? Na, du hast, also ich habe auf normal gespielt, und dann gibt es noch so einen sehr schweren, wo du auch essen musst und sowas, das, wo du dann so Survival-Mechaniken hast. Aber ich habe aber gelesen, dass selbst der nicht so schwer ist. Aber gibt es nicht dazwischen auch noch welche? Es gibt noch leichtere. Es kann sein, dass es noch einen schweren gibt, ohne diese Survival-Sachen. Ja, aber so richtig 100% sicher weiß ich das jetzt gerade nicht. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad wird es halt irgendwann ein bisschen trivial, weil du halt so übermächtig wirst und auch Skillpunkte hast, um mehrere Sachen auszuskillen. Kommt natürlich darauf an, wie du spielst. Wenn du alles halbwegs gleichmäßig skillst oder so, dann wirst du das nicht aufs Maximal bekommen. Aber es war kein Problem, die Sachen, die ich wollte, aufs Maximal zu skillen am Ende des Spiels. Okay. Und das ist halt so ein Ding, wenn du dann das Spiel nur betrachtest aufgrund seiner RPG-Mechaniken und wie alles ineinander fließt, wie die Zahnräder ineinander greifen. Ich glaube, da funktioniert es halt nicht so richtig. Nicht in dem Sinne, dass es dann frustrierend wird, wie es dann bei anderen Spielen sein könnte, aber auch nicht so, dass du dir denkst, oh, ich will jetzt hier min-maxen und habe total Spaß daran, meinen Charakter auszubauen, weil das Inventarsystem ja zum Beispiel auch erwähnt im Review-Talk, dass ich das nicht so toll fand. Und das ist etwas, was mich persönlich jetzt nicht so sehr tangiert hat, weil mein Fokus war die Story, die Charaktere, die Entscheidungsfreiheit, und das hat für mich gestimmt. Und die Welt und das Spielmechanische in dem Sinne war da in der zweiten Reihe, aber ich wollte es hier trotzdem noch mal ergänzen. Okay. Genau. Das zu die Outer Worlds. Für den Rest bitte einfach in den Review-Talk schauen. Sind gute Videos, guck sie. Wir haben beide Need for Speed Heat gespielt. Und nachdem wir das im Stream gezockt haben, Speed und Heat klingt so ähnlich. Das ist mir gerade aufgefallen und I'm not sure I like it. Und dann hast du Need for Seed drauf gemacht? Ja, das ist, wenn du Speed und Heat kombinierst. Es gibt eine berühmte deutsche Band, die Seed heißt. Und irgendwo ist da ein Witz, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Please continue. Ich wollte gerade sagen. Robin sucht noch. Falls ihr ihn findet. Boah, bin ich da vor die Wand gerannt. Falls ihr ihn findet, Mail an robin@hookmagazin.de. Mein lieber Mann. Need for Speed Heat ist so ein Ding, du hast das ja vorgestellt im letzten Stream, nachdem du es ein bisschen angespielt hattest. Und ich war so noch anderthalb Stunden. Im Stream habe ich dann auch so gemerkt, hey, das sieht ja spaßig aus. Und ich wollte eigentlich Need for Speed gar nicht spielen dieses Jahr, weil ich mir dachte, wenn EA da schon kein Marketing reinsteckt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber nee, also ich habe es jetzt gespielt, weil ich es im Stream so toll fand. Und bin jetzt so 5 Stunden drin. Oh, krass. Und habe richtig Spaß mit dem Teil. Das ist ein gutes Rennspiel, jetzt kein
Meisterwerk. Also ich habe schon direkt auch eine Liste an Beschwerden, aber trotzdem das Fahren macht Spaß, was schon mal ein großer Vorteil ist im Vergleich zum letzten Need for Speed. Und die Spielstruktur macht mir tatsächlich Spaß, weil es ja so eingeteilt ist in Tag und Nacht. Tag machst du Rennen, die dir eher Geld bringen. Bei Nacht bekommst du Ruf und musst gegen die Polizei fahren in illegalen Straßenrennen. Und das ist irgendwie eine Dynamik, die ich sehr spaßig finde. Und zwischendrin baust du halt dein Auto aus, weil du dieses klassische Tuning wieder hast. Ja, da bist du mir ein bisschen voraus, weil ich bin eher ein bisschen abgekühlt nach dem Stream, weil ich dann bei mir zu dem Schluss gekommen bin, dass mir die Tagesfahrten einfach weniger Spaß machen. Also die Abwechslung greift bei mir da nicht so ganz, sondern ich habe dann eher das Gefühl, okay, dieses Spiel wurde für die Nachtrennen entwickelt, aber ich muss beim Tag immer wieder in den Tagmodus rein, um halt ein paar Rennen zu fahren, um dort Geld zu bekommen, damit ich dann in den Nachtmodus wiederum Spaß haben kann. Und ich bin halt vor so einen Punkt gekommen, wo ich jetzt ein bisschen farmen muss, also wo ich eine 200er Performance, ich weiß nicht, ob du das auch das hattest, diese Erfahrung, aber ich war ganze Zeit overleveled im Stream, aber dann habe ich neue Rennen freigeschaltet und die sind jetzt alle Performance 200 und ich bin halt 180 oder so. Ich habe währenddessen einen Skill-Level von 10, also Level 10 oder Reputation-Level, das ist das, was du in der Nacht levelst. Und dann habe ich das auf Level 13 gelevelt, um dann mein Auto aufrüsten zu können, damit ich hoch genug bin. Aber da bin ich gerade mal von 180 auf 188 gekommen, also bin immer noch sehr weit darunter. Und ich glaube gerade, dass ich mir vielleicht einfach ein neues Auto kaufen soll vielleicht. Also ich weiß nicht, hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht? Gar also ich habe bisher immer noch das gleiche Auto und habe ja auch gesehen, oh, man kann ja sogar dann irgendwann den Motor auswechseln auf einem bestimmten Level. Also es ist so gebaut, dass du das Auto mitschleppst. Ja. Also ich kann verstehen, dass die Tagfahrten weniger attraktiv sind, so geht es ja vielen Leuten, weil halt einfach die Stadt Palm City bei Tag deutlich weniger attraktiv ist. Man merkt einfach, dass die Grafik da sehr unsauber ist an vielen Stellen und das jetzt nicht ein unglaublich detailverliebtes Ding ist. Und bei Nacht ist ja allein durch die Reflexion des Regens, weil es regnet ständig, ist ja alles in Reflexion und Neonlicht gehüllt und das ist super toll, wie das aussieht, aber bei Tag kommt das halt nicht so gut zur Geltung. Und bei mir war am Anfang so dieses, hey, okay, ich habe mir hier so ein paar Sachen freigespielt, ich rüste mein Auto auf und dann, okay, 0,3 oder 0,1 und 0,2 Speed mehr. Und ich denke mir so, hä, das klingt ja nach voll wenig. Ja, genau. Und habe dann davon aber ein paar ausgerüstet und dann, finde ich, merkt man trotzdem schon den Unterschied. Was heißt ein paar ausgerüstet? Na, ein paar Upgrades gemacht, weil immer, wenn ich so ein bisschen Geld hatte, habe ich mir so 2, 3 dieser Sachen gekauft und bin dann halt 0,3, 0,4 oder so besser geworden in bestimmten Sachen und dachte halt am Anfang, okay, das werde ich ja nicht merken, aber ich finde schon, dass man es merkt. Trotzdem ist es ein bisschen langsam, aber bei mir war am Anfang die Motivation direkt da, gar nicht groß auf die Story zu gehen, sondern einfach mal zu gucken, was ist hier, was ist hier. Ich fahre ein paar dieser Schilder kaputt, weil es ja auch so diese Sammelobjekte gibt und habe dadurch eigentlich immer genug gehabt. Also ich hatte eher das Gefühl, dass ich immer Rennen hatte, die unter meinem Level waren und nicht viele, die über meinem Level waren. Ich glaube, ich habe vielleicht einfach zu wenig Night Races gemacht, weil ich kann mir, also ich habe auch genug Geld, aber ich kann mir einfach nichts kaufen. Ich bin einfach zu wenig Reputation. Ja, bei den Nachtrennen finde ich halt, also ne, das Gimmick bei der Nacht ist ja, dass die Polizei dann da ist und dich verfolgt während der Rennen. Und dann bekommst du ein Heat-Level und das steigt, je mehr du die Polizei mit der im Clinch bist und manchmal auch noch Leute anrempeln kannst und so. Dein Heat-Level ist der Multiplikator der Rufpunkte, die du am Ende der Nacht bekommst. Genau. Wenn dich die Polizei erwischt, geht dieser Multiplikator weg. Das heißt, du kriegst immer noch die Basis-Rufpunkte. Aber sie nehmen dir auch Geld weg. Ich weiß gar nicht, ob das ein fester Prozentsatz ist. Das weiß ich gerade einfach nicht. Aber schon ein ordentlicher Chunk an Kohle, den sie dir abziehen. Und ich hatte schon ein paar wahnsinnig intensive Verfolgungsjagden, die teilweise auch, also eigentlich hätte es frustrierend sein müssen, dass sie mich dann bekommen haben, aber ich fand das einfach so spaßig, diese Verfolgungsjagd zu haben, weil auf Heat Level 5 oder so habe ich sie schon mal gebracht, da holen die dann halt einen Heli ran und so besondere Fahrzeuge und lassen hier so Straßen Spikes auslegen
Und dann wird das richtig, richtig krass das schwer. Das hatte ich meine Erfahrung. Also meine Erfahrung ist gerade noch am Anfang, wenn ich Level 3 bin, kann ich auch meinen PC aus dem Fenster schmeißen, habe ich genauso viel Chance zu entkommen. Also das kann aber auch an meinem Skill einfach liegen. Außer wenn man halt diese eine Rampe überfährt am Hafen, da sind ja alle sofort tot. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, also ich weiß nicht, ob das könnte auch einfach Absicht sein, dass sie hier einen safen Spot haben wollen. Weil wenn du an einem Hafen über eine Rampe, über so einen ganz kleinen Wasserweg springst, da explodieren alle Autos, die dich gerade verfolgen und du entkommst sofort. Aber ich war halt jetzt dann gestern ein, zwei Mal oder vorgestern dann auf Level 3 versehentlich, weil ich einfach ein Rennen gefahren bin und so, Level 1, dann komme ich jetzt, jetzt bin ich Level 2, ich versuche einfach zu entkommen, jetzt bin ich Level 3, fuck. Und da habe ich dann zumindest mit meinem Anfangsauto, oder ich habe das zweite Auto, wenig Land gesehen. Nee, ich hab halt wirklich, also eine Verfolgungsjagd muss irgendwie 20 Minuten oder so gegangen sein, weil ich die halt, also das Level wurde halt immer höher, ich hatte auch diese Erfahrung, ich will eigentlich weg. Genau. Aber das ist überhaupt zu lange nicht kaputt gegangen, das ist ja beeindruckend. Naja, ich habe dann auch, weil ich habe vorher schon mal so eine Herausforderung gemacht, du kannst auf so ein Monorail-Gleis raufspringen in der Stadt und da sind halt Sachen versteckt. Okay, cool. Und das wollte ich dann machen, um zu fliehen, weil da wusste ich ja, da kommen sie ja nicht hoch. Und habe das ein paar Mal versucht und bin so um den Kreis und dann versucht diese Rampe und dann kurz vor der Rampe wirst du dann gerammt von einem Polizisten, bist dann schief auf der Rampe, überschlägst dich ein paar Mal und dann gehst du ja auch langsam kaputt und kannst dich nur dreimal reparieren in Tankstellen in der Nacht und weiß nicht, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch festgestellt, okay, man muss so ein bisschen austarieren, wie viel man aushält. Weil ich mache es jetzt auch so, ich bringe meinen Heat auf Level 2 oder 3 und dann bank ich's. Ja. Und dann gehe ich zur Garage. Aber du kommst, also hast du einen Weg gefunden, wie du gesichert entkommst so mit Level 3, dass du dann auch banken kannst? Oder ist dann immer noch die Gefahr, dass du sagst, oh, das ist immer noch sehr gefährlich? Also die Gefahr ist auf jeden Fall da, gerade auf Level 3. Aber es geht noch und bei mir ist es einfach viel dann auch so Schlängellinien, Kurven durch die Stadt fahren oder sowas, nicht so lange geradeaus, weil viele dieser Polizeiautos sind einfach schneller als du. Ja. Also ich bin da, ich glaube insgesamt bin ich schon bei dir. Es hat mir auch überraschend viel Spaß gemacht, weil das Fahrsystem einfach Spaß macht, weil es kein nerviges Loot-System gibt, wo du dazu motiviert wirst, irgendwelche Timesaver zu kaufen. Es gibt aktuell sowieso gar keine Microtransactions. Die werden sicherlich noch kommen in einer Woche oder zwei Wochen, wenn nachdem die Reviews da sind, wie es immer der Fall ist. Bitte den Soundtrack auswechseln, das hätte ich gern als Microtransaction. Das ist keine große Überraschung für mich. Ja, ne, du hast im Stream schon gesagt, ich glaube, der Soundtrack wird dir nicht so gefallen. Ja. Aber es ist ich, auch so. Aber selbst ich, also ich mag den aber auch nicht. Selbst mir ist der zu kommen. Es ist eine sehr bestimmte Art von Hip-Hop. Es sind ja vor allem irgendwie spanische Künstler, so wie ich das mitbekomme. Oder Latino wird es einfach wahrscheinlich sein. Genau, so Latino. Ja. Und da bin ich einfach so gar nicht, das ist einfach nicht meins. So. Aber ich habe auch keine Abwechslung. Also es ist ja alles das. Ja, es ist, ich es das ist Gefühl. Nicht alles. Das andere, was es halt gibt, ist halt der übelste Hard-Bass-Techno. Es ist wirklich so. Ja. Und es ist halt auch so, thank you. Es gibt manchmal in den Menüs Tracks, die mir durchaus gefallen haben. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist, was auch jemand im Chat geschrieben hat. Ich habe einfach die Musik gemutet und im Hintergrund auf Spotify angemacht. Low Roar musst du laufen lassen, so richtig schön entspannt. Oh, das war so exciting, als ich in Death Stranding endlich den Bugatti Veyron bekommen habe. Ne? Das war so aufregend. Was der alle tragen kann. Nichts. Nee, ich habe dann einfach eine Playlist von Need for Speed Underground 1 gemacht, weil es gibt ja auch Spotify Playlists, die Leute zusammengestellt haben. Und ich glaube, die kamen sogar von Need for Speed selbst. Und das hat dann sofort direkt gepasst und hat mir dann hat den Spielspaß nochmal eine Ecke hochgetrieben. Also machst du die Story-Missionen? Bisher nicht sehr viele. Nee, okay. Also ich habe noch zwei, drei gemacht und bei allen muss man immer langsam zu einem Ziel fahren und das ist und dann startet einfach ein relativ normales Rennen. Das fand ich ganz schlimm. Ist eigenartig. Ja, ich weiß nicht, also ich brauche das nicht. Für mich ist der Titel ist für mich genug Motivation. Mhm. Der Titel des Spiels. Need for Speed ist für mich genug Motivation. Ja. Ich brauche nicht eine Story drumherum. Bitte, Leute, wenn jemand von euch weiß, weil genau dieses System, habe ich auch im Livestream gesagt, gab es halt schon. Ich glaube auch in Need for Speed. Mit dem Heat-Level, das steigt und dann kommt der Multiplikator und du musst es banken, wenn nicht verlierst du es. Ich bin mir aber absolut unsicher, in was für einem Teil das erschien. War das Hot Pursuit 2010? Ist das einfach das beste Spiel aller Zeiten, das mir nach und nach immer mehr einfällt? oder war das ein anderes Rennspiel? Falls ihr das wisst, sagt mir bitte Bescheid. Spielt's übrigens auf dem PC, weil es da in 60 FPS läuft, auf den Konsolen, nicht mal auf der Xbox One X, das was ich sehr eigenartig ziemlich finde. Ziemlich schade, ja. Wenn das Forza Horizon 4 schafft, dann sollte das auch Need for Speed Heat schaffen, aber bei dieser Engine will ich. Ich würde behaupten, Forza Horizon hat das größere Budget, oder?
Ja, ohne Frage. Also, ja. Ich glaube generell, ich glaube nicht, dass es da viele Rennspiele gibt, die damit konkurrieren könnten. Gran Turismo halt vielleicht noch. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/hook für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle mal unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Das soll es gewesen sein zu Need for Speed Heat. Und jetzt können wir über das Spiel reden, auf das ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartet. Death Stranding haben wir beide gespielt. Ich so ungefähr 20 Stunden in den letzten Tagen drin verbracht. Bei mir, ich meine, es sind eher 15, aber so ungefähr auch an dem. Und ich bin an einem Punkt, wo ich eigentlich noch gar nicht über das Spiel reden will. Oh, okay. Weil too bad. Das ist ja Job, Tom. Ja, ich weiß, aber ich bin mir selbst so unschlüssig. Death Stranding ist, um es vielleicht überhaupt mal grundlegend zu erklären, worum geht es denn in Death Stranding? In Death Stranding. Erklär es mir auch kurz. Ich finde es gar nicht, eigentlich finde ich die Story gar nicht kompliziert. Nein, das ist ja klar, jeder einzelne Charakter sagt ja in jedem einzelnen Satz, jeder einzelnen Sekunde, worum es geht in Death Stranding. Man spielt Sam Porter Bridges und Porter ist auch direkt die wesentliche Berufsbezeichnung, die Sam Porter Bridges hat. Er ist nämlich in einer postapokalyptischen Welt, in der es ein Event namens Death Stranding gab, das die Leute selbst auch nicht so richtig verstehen, ein Lieferant. Was dort passiert ist beim Death Stranding, es sind irgendwie Explosionen weltweit haben stattgefunden, komische Wesen sind aufgetaucht, die so schemenhaft mit so Schnüre in den Himmel verbunden sind und die Leute wissen selbst nicht so richtig, was genau das ist. An manchen Stellen der Welt ist ein besonderer Regen niedergeschlagen, der Leute oder alles, was er berührt, schneller altern lässt, der die Zeit für diese Sachen vorspult und die Leute wissen auch nicht, warum das jetzt so ist. Und es gibt Leute, wie zum Beispiel Sam Porter Bridges, die, wenn sie sterben, an einen Strand kommen, was im Spiel dann auch so bezeichnet wird, ne, The Beach, und von diesem Strand wieder ins Leben zurück. Beziehungsweise, wenn sie sterben, kommen sie erstmal in den Ziem und von dort kommen sie ins Leben zurück. Ja, ich mach's jetzt Leben nicht komplizierter. Zurück. Und an den Strand geht er, wenn er schläft, lieber Tom. Ich will's halt halbwegs. Lieber Tom. Der Theme ist nicht der Beach. Und man selbst muss dann, also dadurch, dass halt, ne, es wurden ganz viele Leute auch ausgelöscht in diesem Event und Amerika, also spielt in den USA, ist jetzt nur noch eine Reihe von voneinander getrennten, isolierten Outposts und Städten und man soll die dann wieder verbinden, indem man Sachen hin und her liefert, indem man ein Netzwerk aufbaut und die Leute dazu motiviert, in diesem Netzwerk beizutreten. Das alles macht man im Auftrag der letzten Präsidentin der Vereinigten Staaten, die auch noch die eigene Mama ist. Well done. Das ist Death Stranding. Ja, das ist tatsächlich im Kern Death Stranding. Und im spielerischen Kern ist Death Stranding tatsächlich einfach ein Liefersimulator. Du bist halt ein Lieferant, du bist FedEx und bringst halt Pakete von A nach B. Punkt. That's the game. Und das wird dann halt mit der Zeit immer komplexer. Es hat da für mich sehr das Gefühl wieder in den Sinn gerufen, dass auch Metal Gear Solid 5 bei mir auslöste, dass du nämlich ständig diese neuen Tools bekommst, die grundsätzlich die Art und Weise, wie du spielst, verändern. Dass ich immer das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, was das Spiel ist. Okay, ob das sich noch 130 Stunden trägt, wenn das so lange ist, I have no idea, weiß ich nicht. Aber dann stellen die das so ein bisschen auf den Kopf teilweise sogar schon, weil sie so grundsätzliche Erfindungen innerhalb dieser Spielwelt entdecken. Man kann alles 3D drucken. Ja, genau. Wo ich mir denke, oh, das ist ja cool, dass ihr das macht, dass ich wirklich so grundsätzlich anders jetzt noch diese Aufgabe nachgehen kann, finde ich richtig cool, dass das eben diese, ja, das glaube ich, wenn du das Spiel durchspielst und dann am Ende ich schätze mal, dass es ein Game ist, wo es ein Postgame gibt. Ja. Ich schätze mal, das gibt's da. Dann wird das wahrscheinlich sich sehr, sehr, sehr anders spielen als in den ersten fünf Stunden. Da bin ich immer großer Fan von. Nee, also kann man eigentlich auch schon so sagen, weil du am Anfang halt nur zu Fuß unterwegs bist. Du nimmst einen Auftrag an, hast dann eine bestimmte Menge an Items, die geliefert werden müssen und läufst dann halt durch so eine sehr einsame
Welt, durch Berge und Täler. Ja. In der, das muss man auch, das ist ein wichtiger Punkt von der Spielwelt, dass halt auch so aufgrund der Ereignisse so ständig Low Roar in der Atmosphäre gespielt wird. Das ist auch passiert in der Welt von Death Stranding. Es wird immer Musik eingespielt, die dann auch mit Titel und Interpret eingeblendet wird und manchmal zoomt dann auch die Kamera so ein bisschen raus. Das Ding ist, es ist halt voll meine Musik, also ich mag total, also ich habe Low Roar tatsächlich auch, nachdem das in diesem Trailer damals gespielt wurde, mir ein paar andere Sachen angehört und mochte das da auch schon sehr. Deswegen habe ich da tatsächlich gar nichts gegen. Das wäre aber auch gut, weil da könntest du mal den Need for Speed Heat Soundtrack einfach mal reinbauen, mal gucken, was da passiert mit dir. Oder den Underground 2, das wäre auch gut. Ja, das, der Underground bin ich schon eher dabei, Get Low. Und du läufst halt zu Fuß und einfach das Terrain ist halt eine Herausforderung, weil du hast Leitern dabei, du hast irgendwann so Pfähler dabei, an die du Seile spannen kannst, um dich runterzulassen von Bergen. Mit Leitern kommst du auf Berge hoch oder legst die über Becher oder Flüsse oder sowas, weil das alles Gefahren sind und du hast so ein System, dass du die Balance verlieren kannst, musst dann mit L2 und R2 mit den beiden Händen, die kontrollieren, die wieder gewinnen, damit du nicht irgendwie umfällst, deine Ware verlierst, die dann beschädigt wird, wodurch du dann einen schlechteren Score kriegst, wenn du die Sachen ablieferst. Und in dem Sinne ist Death Stranding auch extrem videospielig. Also du kriegst ja wirklich, du hast ja einen Missionsscreen am Ende eines Auftrags, in dem dir deine Performance aufgelistet wird und du bekommst wirklich einen Rating, C, A oder S oder sowas. In den ersten 10 Stunden sind es eigentlich nur S's. Ja. Und das finde ich total interessant, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel strukturell dann doch so sehr Metal Gear Solid 5 wird. Weil das hat mich total daran erinnert. Ja. Die Art und Weise, wie du Mother Base ausbaust und neue Sachen erforscht und so, das steckt hier auch schon drin. Generell finde ich, steckt viel DNA der vergangenen Spiele in diesem Spiel, obwohl du fundamental eigentlich was anderes machst. Es fühlt sich auch sehr, also ja, es ist was sehr anderes und eine ganz andere Atmosphäre, aber ich habe genau das gleiche Gefühl, dass hier halt auf dem Fundament, das so mit Metal Gear Solid 5 vor allem spielerisch gelegt wurde, gesagt, okay, now I'm going to get weird with it. Was ist denn, wenn es jetzt kein Action-Shooter ist, sondern halt was anderes? Okay, was kann was anderes sein im AAA-Bereich? Keine Ahnung, probiere ich einfach mal das aus. Ich bin wirklich sehr angetan vom Spiel. Ich habe da viel drüber nachgedacht und was für mich so der interessanteste Aspekt war, ist, wie gut dieser Endorphin-Rush bei mir funktioniert. Der Like-Scene-Rush, meinst du? Ja. den ich eigentlich so in Verbindung, wenn ich so ein Destiny spiele. Ja, Destiny suche ich nach immer besserem Loot für mich, werde immer besser und schieße da Viechern in den Kopf und das fühlt sich gut an. Ja. Und bei 1000 anderen Loot-Spielen funktioniert es ähnlich. Ob du jetzt in Diablo auf Leute klickst oder sonst was, das ist im Kern das Gleiche. Und ich persönlich habe das dann halt aber auch in Relation gesetzt halt zu dem, was ich mache. Okay, dass ich da jetzt auf diese Gegner schieße und die umbringe und die Zahlen dann höher wird, ist inhärent, glaube ich, sehr wichtig, glaubte ich, sehr wichtig für diese Erfahrung. Das wird es auch sein. Aber Death Stranding schafft es, dass dieses Gefühl, dass ich besser werden will, dass ich neue Sachen freischalten will, die nicht auf die Ebene gehen von ich will eine coolere Waffe haben, sondern halt ich will jetzt hier eine neue Straße sehen oder ich will jetzt hier eine neue Struktur, die mir das Bereisen schneller macht. Und das, was dazwischen passiert, dieses ich laufe herum und klettere, macht mir im Kontext davon genauso viel Spaß wie das Ballern. Obwohl es, wenn du es anguckst, ja, du läufst doch nur rum. Ist richtig. Wenn du aber jetzt vielleicht Destiny ein bisschen näher begutachtest, machst du ja auch immer das Gleiche. Du schießt immer wieder Gegner in den Kopf und wiederholst das Ad Infinitum. Und das halt, das Herumlaufen und Entdecken einer Welt, da dann genauso gut dazu dienen kann, dieses im Kern ähnliche Spielerfahrung zu bieten, nämlich dass du einfach immer nach dem nächsten High hinterher jagst, dem nächsten Ausrüstungsgegenstand, war für mich sehr, sehr interessant, dass ich das Ballern da tatsächlich nicht vermisst habe, sondern es sehr, sehr genoss. Also es gibt ja auch Konflikte und spielmechanische Konflikte und auch sowas sowas Ähnliches wie Schießen wird ja relevant. Es wird auch Schießen relevant. Ja, genau. Aber es ist halt nicht die Kernspielerfahrung. Und das gibt mir total viel, dass ich so sehr die thematischen Überlegungen dieses Spieles rund um die Verbindung und Kooperation, dass sie sich so krass
im unmittelbaren Spielmechanik wiederfinden. Das macht mir total Spaß. Es ist ja auch, also du sagst ja jetzt, man läuft halt viel hin und her und das stimmt auch noch in meiner Spielerfahrung. Auch wenn man dann schon andere Fortbewegungsmittel hat, läufst du immer noch sehr viel hin und her. Aber es ist ja nicht einfach nur, ich halte den Analogstick in eine Richtung, sondern du musst gucken, wo du hinläufst. Du musst gucken, dass du die Balance behältst, je nachdem, wie viel du trägst. Das ist halt ein relativ kleines Problem geworden mit der Zeit. So, dieses Balance ist mittlerweile kaum mehr relevant in meiner Spielerfahrung tatsächlich, weil du halt Geräte bekommst. Eigentlich, ja, also einmal bekommt man Ausrüstung, die das puffert. Ja. Man kann auch einfach L2 und R2 gedrückt halten und dann gerät man auch nur schwer aus der Balance raus. Aber trotzdem machst du dir Gedanken, wie komme ich jetzt genau an welchen Punkt. Mhm. Was ich an Death Stranding beeindruckend finde, ist, wie extrem, also das Theme ist ja total offensichtlich, dieses Strands-Genre nennt es ja Kojima selbst, aber dieses Verbindung zwischen Leute, zwischen Menschen, die als sehr relevant und wichtig angesehen werden, die verloren gegangen sind in der Welt von Death Stranding und die man jetzt wieder aufbaut. Mhm. Wie das sich in jedem kleinen bisschen Code im Spiel wiederfindet. Auf Story-Ebene, aber eben auch auf spielerischer Ebene. Das ist nämlich das, was du sagst. Ich baue hier Straßen und so Kram, damit ich besser durch die Gegend komme, aber damit auch andere besser durch die Gegend kommen, weil nämlich diese Bauten auch in den Welten anderer Leute auftauchen und da können die dann geliked werden. Also man hat dann wirklich so einen extra Knopf immer, um Sachen zu liken, was keinen spielerischen Vorteil bietet. Es ist einfach nur dafür da, um den einen indirekten, ne? Weil du levelst dadurch ja, wie mehr Likes du bekommst und ja, dadurch wiederum genau, aber, bieten sich dir Vorteile. Aber es ist sehr indirekt. Wenn du jetzt einen, du kannst ja auch so Zeichen setzen und sowas, dass du sagst, hey, hier, guck mal, hier ist was. Mhm. Wenn du da likest, kriegst du doch nichts dafür, oder? Wenn du selbst aktiv likest, soweit ich weiß nicht, aber wenn du geliked wirst, dann steigert sich dein Bridge-Link-Statuswert in diesem Stern-Ding. Und da wiederum hast du dann Vorteile von. Aber die sind jetzt nicht, das sind jetzt nicht die wichtigsten im Spiel, sondern es ist eher so, du kannst jetzt länger liken. Oder was ich noch nicht ganz verstehe, das erzählt er davon, dass du mehr Player-Synchronicity hast. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich vermute mal, dass das heißt, dass mehr Bauten anderer Spieler, die angezeigt werden, aber das weiß ich auch nicht. Das Ding ist, das Spiel hat ja auch viele Systeme, da jetzt schon komplett durchzusehen, ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt. Aber dass auch da diese Verbindung besteht zwischen dir und anderen Spielern und dass du selbst in Gegenden, wo du eigentlich nicht mehr hin musst, theoretisch Sachen bauen kannst, weil du weißt, okay, da haben dann andere was. Habe ich auch gemacht. So. Genau, und das ist halt so ein, auch wieder schön dieses Theme verbildlicht und selbst auch so eigenartiger Ebene, finde ich, passt das Theme dann, dass du diese ganzen Outposts hast, wo ganz oft Leute drin sind, die irgendwie Kojima halt kennt. Ja. Weil Kojima ja wahnsinnig, also merkst du ja am Twitter-Feed, trifft ja immer wieder neue Leute und dann ist halt der Herman Hulz, der jetzt Sony-Chef ist, einer der NPCs im Spiel, der dann von jemand anderem gesprochen wird. Mhm. Aber davon, also im Interesse, niemanden zu spoilern, sage ich jetzt einfach mal, davon gibt es mehrere, die man wiedererkennt und sicherlich auch haufenweise, die ich nicht wiedererkenne. Mhm. Aber auch das sind ja dann die Verbindungen, die halt Kojima gemacht hat, um die ins Spiel hier reinzubringen. Und das finde ich irgendwie total beeindruckend. Auf Story-Ebene haut es dir halt mit dem Hammer auf den Kopf, weil es überhaupt nicht subtil ist in der Art und Weise, wie es dir das alles erzählt. Aber dass es spielerisch dann auch wirklich in alles mit reinfließt, das finde ich halt super toll. Die Momente, wenn du der Kern-Gameplay-Loop ist halt, dass du zu Outposts gehen musst und die mit dem Fantasy-Internet verbinden musst. Und wenn die mit dem Fantasy-Internet verbunden sind, dann sind sie halt Teil der United Cities. Und wenn das halt passiert, dann wird aber halt auch dieser Bereich in deinem Spiel wirklich mit dem Internet verbunden und dann siehst du plötzlich diese Strukturen in der Spielwelt. Ja. Und das ist so clever. Das ist so fucking cool. Wenn du dich dahin gearbeitet hast und oftmals, weil es ist ein schwerer Weg, dahin zu kommen und dann musst du halt auch natürlich immer wieder zurücklaufen und dann kommst du da raus, aber plötzlich hast du dann überall diese Hilfeleistungen, die dort stehen. Sei es jetzt, dass du irgendwie deine Fahrzeuge leichter aufladen kannst oder halt durch Leitern und Seile, wo du einfach dann Berge hinunterklettern kannst, statt sie groß zu umrennen. Das gibt dir so ein sofortiges Gefühl der Kooperation mit all diesen anderen Spielern,
das gibt mir total viel. Also ich habe auch genau das mal, was du gesagt hast, bin in ein altes Gebiet zurück, habe da gesehen, dass jemand so eine Brücke gebaut hatte auf so eine Insel, dann aber von dieser Insel, die nicht wieder zur anderen Seite auch weggebaut hat, sondern du standst einfach auf dieser Insel, musst dann auf der anderen Seite durch das Wasser warten und dann so hochklettern. Und da habe ich dann halt eine zweite Brücke gebaut, die ich aber auch nur gebaut habe, weil der erste da eine Brücke gebaut hat und dadurch erst ein Weg entstanden ist. Und die wird jetzt halt voll viel genutzt. Und ich glaube, und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube doch, diese Feldwege, die entstehen, wenn viele Spieler... Das habe ich mir auch schon gefragt. Ich glaube schon. Ich glaube, diese Feldwege, die man in der Spielwelt sieht, die entstehen und werden stärker oder schwächer, je nachdem, wo Leute langlaufen. Das wäre super. Ich weiß es nicht 100%. Ich habe halt auch schon so ein Ding bekommen von wegen Player used a path you made oder wie auch immer der Tooltip ist, bevor ich halt eine wirkliche Straße gebaut habe. Deswegen, ja, weil das Spiel, Spiel merkt sich ja auch, wo du langgegangen bist, weil dieser Scanner, den du dabei hast, der zeigt dir ja auch, wo du dann schon warst du siehst die Fußabdrücke auf dem Boden, damit du zum Beispiel auch beim Rückweg weißt, ah, okay, hier bin ich hergekommen, ich gehe mal den gleichen Weg zurück. Genau. Und vielleicht wird dabei ein Pfad generiert. Ja. Keine Ahnung, aber man sieht ja manchmal auch auf der Map diese ganzen grünen Wege, die halt scheinbar dann andere Leute gegangen sind. Ja, und das sind dann bestimmt diese Pfade, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber ja, das finde ich ist auch super, wieder das Theme sehr gut untergebracht. Auch, dass du Items scheren kannst in diesen Boxen. Das machen so viele Leute. Das macht, richtig, das also das sind auch alles positive Sachen. Du kannst ja nicht wirklich sagen, hey, ich baue dem jetzt hier was Schlechtes hin. Nee. Zumindest noch nicht. Noch nicht, wer weiß ja genau. Aber das finde ich halt auch sehr schön. Dass es Hans Fortress Printer. Zwanghaft positive Interaktion ist. Und auch, ne, da ist es in der Story viel schon wieder ganz gut untergebracht. Sam ist so ein Loner eigentlich, der ja auch gar nichts mit dem ganzen Plot zu tun haben will am Anfang und so sagt, na, es interessiert mich, es funktioniert doch eh nicht. Das mag ich halt sehr. Also er stellt die Fragen, die ich als Spieler auch frage, wo er sagt, wir müssen in Amerika connecten und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und das wird so nie hinterfragt und sagt, ja, aber vorher gab es auch das Internet und deswegen war auch nicht, was ist denn dein Plan? Und die antworten darauf nie. Sag mal, geh mal weg. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube halt nicht, dass das wirklich noch relevant wird, weil es wäre sehr komisch, wenn dieses ganze Spiel darum aufgebaut wird, um dieses Thema und dann am Ende rauskommt, nee, war Blödsinn, hat nichts gebracht. Leute zu connecten ist Schwachsinn. Also es gibt auch ein Plotpoint und ich sehe das jetzt mal nicht als großen Spoiler, weil das nur ein Nebending ist, was sich mal Leute fragen, dass man potenziell ein neues Death Stranding auslöst und das doch verhindern möchte. Also sie machen sich dann auch darüber schon ein bisschen Gedanken. Aber dadurch, dass, und das finde ich auch ganz gut, ne, du hast diese ganze, was man vor dem Release so dachte, das ist so weird alles. Was sind diese Wesen? Wie funktioniert das alles? Die Charaktere im Spiel finden es genauso weird. Ja. Deswegen und geht man nicht wirklich verloren da drin. Was ich total genieße, sind diese Interview-Texte, die Research-Texte, die von den Hartmann. Ich genieße die nicht so sehr, weil ich sie so schwer lesen kann. Das sind sehr klein, ja, das stimmt. Ja, und weiß auf schwarz, das liest sich nicht. Aber was ich sehr inhaltlich daran sehr, sehr mag, ist halt diese Research-Papers zu lesen, wo die Leute versuchen, sich das selbst zu erschließen und teilweise selbst auch thematische Schlüsse ziehen. Warte mal, ist das nicht eine Hand? Heißt das nicht hier, die wollen nach uns greifen? Ist das nicht so? Das mag ich halt sehr, weil ich halt das Gefühl habe, dass diese Welt die Charaktere in der Welt die gleichen Überlegungen tätigen wie ich als Spieler. So, dass ich halt immer so fühle, okay, das ermutigt mich, selbst Überlegungen anzustellen, weil offensichtlich auch die Schreiber selbst diese Überlegungen hatten und ich hier nicht einfach über Dinge nachdenke, die gar keinen Sinn ergeben. Ja. Storymäßig würde ich das so ein bisschen zweiteilen. Also es hat halt, ne, diese eine, es ist halt das Worldbuilding oder es ist die Geschichte, die durch die Welt erzählt wird und es ist die Geschichte, durch die Charaktere erzählt wird. Das läuft so ein bisschen parallel fast schon, weil die Kerngeschichte, in halt, dass du die Leute verbinden willst und nicht mehr verbunden sind und da halt nach einer Person suchst, die könnte erstmal in jeder anderen Welt auch so existieren. Und der ganze Plot ums Death Stranding und was da alles passiert ist und warum das passiert ist und wie das passiert ist, das ist fast schon ein zweiter Plot, der parallel läuft. Und ich verbinde jetzt Amerika-Plot, den finde ich auch gut als Motivator, der reißt mich jetzt aber nicht mit. Aber alles rund um Death Stranding und um die Research und was da passiert, das sauge ich auf. Das liebe ich. Ich liebe die Welt, die er dort gebaut hat, weil die so fucking weird ist, aber trotzdem so in sich schlüssig zu sein scheint. Auch wenn ich selbst mir keine Schlüsse ziehen kann bisher und es kann für mich jetzt von außen nicht so viel Sinn ergibt alles, habe ich das Gefühl, dass
Kojima oder die sonstigen Writer das wissen und dass sie da eine Bibel geschrieben haben. Ja, ich mag sehr generell auch den Setup. Also eine Story-Bible ist ein Begriff. Ich wollte jetzt nicht diese religiöse Konnotation da reinbringen, sorry. Ich mag sehr diesen Setup, den sie gebaut haben für die Welt, dass Leute, wenn jemand stirbt, ist das was extrem Schlechtes. Yep. Weil dann halt was mit dieser Leiche passiert, was vermieden werden muss. Und deswegen bekommst du auch sehr lange Zeit gar keine tödlichen Waffen. Weil es gibt Gegner im Spiel. Es gibt einmal die Mules. Und später gibt es dann auch noch richtige, andere, also so eine fortgeschrittenere Version davon im Wesentlichen. Und die Mules, und da finde ich die Lore schon wieder ein bisschen albern. Das ist so albern, das ist so geil. Das sind Leute, weil, ne, das ist ja auch so ein bisschen Teil des Setups. Death Stranding, unsere aktuelle Welt ist die Vergangenheit von Death Stranding. Mhm. Und das Spiel ist auch sehr politisch in dem Sinne, dass es wirklich in diesen Interviews Bezug darauf nimmt, was alles in unserer Welt jetzt gerade passiert ist und wie scheiße das doch ist. Und guck mal, wohin es geführt hat. Und jetzt versucht man halt, das alles wieder zu reparieren. Und ob es klappt, wissen wir beide noch nicht. Aber du hast halt diesen Setup, dass du halt Leute nicht umbringen sollst. So, und deswegen kriegst du diese Non-Lethal-Weapons und ganz viele Werkzeuge an die Hand, um dann eben aus diesen Konflikten rauszugehen. Und da wird es dann auch schon wieder sehr Metal Gear, weil du kannst ja sonst was machen. Du kannst ja deine scheiß Koffer auf die Gegner schmeißen und die dadurch aus dem Weg ziehen. Oder du benutzt so Koffer, die Decoys sind, in denen ist gar nichts drin, aus denen kommt nur so ein Rauch raus und der lenkt die dann ab. Weil, genau, da wollte ich jetzt nämlich wieder den Kreis ziehen. Deren Motivation ist nämlich einfach nur, nicht dich zu bekommen, sondern deine Ware, weil nämlich unsere Welt, da wurden Lieferanten durch Drohnen ersetzt und da fehlte dann das menschliche Element, dann wurden Gesetze erlassen, dass das menschliche Element wieder dazukommt und Leute liefern müssen und manche Leute wurden dann süchtig nach Lieferung und das sind diese Mules, die jetzt das quasi an die Spitze getrieben haben. Addicted to deliver. Ja, das ist. Das ist so dämlich. Das ist so dumm. Es wird halt erklärt und ich dachte mir so, ja, oh, Kojima, yes, please. Weil das ist wirklich so dumm. Sie müssen dumm, delivern. Dass sie einfach die packen ein Paket, denken sich, oh, yes, ein Paket. Und liefern das dann zu sich nach Hause und sagen dann so, jetzt das nächste. Und wollen, haben auch gar nichts mit den Sachen vor. Es ist so dumm. I love it. Doch, sie nehmen die teilweise sie auch nehmen auseinander. Die auseinander, teils, genau. Aber genau. Das wirkt jetzt nicht wie der Grund, wieso sie es machen, sondern der Grund ist, sie wollen einfach das Paket wegen der Oxytoxin. Und später gibt es aber auch Leute, die wirklich dich angreifen. Ja. Also nicht nur an die Pakete. Die grundlegende Herangehensweise ist halt auch schon wieder eine, wo du sagst, nee, ich darf die nicht umbringen. Ja. Ich muss da anders rauskommen aus dieser Situation. Und dann wird es halt auch wieder ein bisschen ein Stealth-Spiel. Das halt, ist es halt auch wieder thematisch sehr interessant, weil in der Spielwelt begründet ist, dass man niemanden umbringen darf, weil du sonst die Welt auslöschst. Ja. Und das ist halt als Aussage über das Medium der Videospiele und AAA-Spiele einfach super interessant, weil 99% aller AAA-Spiele einfach nicht funktionieren würden mit dieser Prämisse. Und das ist halt. Naja, ich finde es halt witzig, weil Metal Gear Solid war ja für seine Zeit als auch schon nicht ein Spiel, was es schon tausendmal gab, sondern eher was Neues, dass du mal, also relativ Neues, dass du mal nicht Gegner umbringst, sondern versuchst, an ihnen vorbeizuschleichen. Und pazifistisch zu sein, wird belohnt. Und das ist jetzt hier noch mal inhärenter in der Spielwelt, in die Spielwelt eingebaut. Also bei mir ist das Ding, ich habe dann auch mal versucht, mich auf die Story zu fokussieren, weil ich halt wissen wollte, okay, was passiert, weil ich nämlich genau das gesehen habe, was dir jetzt passiert ist. Ich könnte jetzt in diesem Spiel auch 10 Stunden verbringen und es passiert genau gar nichts. I did this so much and I will continue to do so. Da werde ich dann an Metal Gear Solid erinnert auf eine negative Art und Weise, weil mich hat das ja eher genervt in Metal Gear Solid 5, dass du eine Geschichte hast, die du in 3 Stunden erzählen kannst und sie ist gestreckt auf potenziell 80. Ja, ja. Und ich habe halt 40 gebraucht, um sie beim direkten Verfolgen. Ja. So, und ich bin jetzt 20 Stunden drin und bin in Episode 6, glaube ich. Okay, ich bin halt wirklich, also knapp 20 Stunden, ich bin bei Episode 3. Das Ding ist, eine Episode geht auch mal nur eine halbe Stunde. Also es gibt auch Episoden, die sind wirklich nur kurze Intermezzos. Das wirkte jetzt sehr krass. Es ist, glaube ich, nicht ganz so krass, wie es sich anhört. Aber trotzdem, ich habe halt versucht, wirklich direkt die Story zu verfolgen zu einem gewissen Punkt. Und dabei fiel mir zum einen auf, so diese Story-Missionen sind fast das gleiche wie alle anderen Missionen. Du lieferst einfach nur. Also da passiert relativ selten mal was Besonderes. Du hast diese Momente, wo was Besonderes passiert und wo ich dann denke, ah, jetzt passiert mal richtig was in der Geschichte. Mhm. Und dann ist es aber nach 15 Minuten oder so auch wieder vorbei. Und dann geht's wieder in den normalen Gameplay-Loop. Also
auch da ist es wieder dieses, die Story geht extrem langsam voran und es passiert lange Zeit einfach fast gar nichts. Dann hast du mal den Fokus auf einen bestimmten Charakter, seine oder ihre Geschichte so ein bisschen erzählt und dann geht's wieder in den bekannten Gameplay-Loop. Und das fand ich ein bisschen ernüchternd, weil ich dann die Geschichten auch einfach teilweise nicht gut genug finde, weil es dann immer wieder das gleiche Theme ist, was halt dir gedroschen wird. Und irgendwann kommt halt auch, ne, ein Bösewicht dazu und dessen Motivation ist dann so ein bisschen unklar und ich würde gerne mehr investiert sein, aber dadurch, dass es alles so langsam ist, fällt mir das nicht so leicht. Ja, ich würde auch, da würde ich auch sagen, so the game's the game, dass so der Man kann dieses Spiel nicht wirklich für den Plot spielen. Genau, genau. Ja. Das ist alles so in seine Das Gameplay ist hier so ein integraler Teil, jetzt nicht des Storytellings in dem Sinne mit den Cutscenes, aber halt auf einer thematischen, ja. des Themes. Ja. Das ist glaube ich, dann, wie du ja dann gerade auch das bestätigt, sehr schwer fällt, das so ein bisschen zu beschleunigen zu wollen. Ja, also das ist dann, glaube ich, wieder eine ähnliche Erfahrung wie halt bei 5. Weil bei 5 hat mich ja das ja auch total angepackt und ich habe halt hier gerade die gleiche Erfahrung. Ich habe gerade so gar keine, also ich werde nicht aus diesem dritten Kapitel rausgehen, wenn ich nicht die komplette Straße fertig gebaut habe. Und das sind sehr, sehr viele, also es sind halt überall so Autopaver, die automatisch so eine Straße legen über die ganze Map. Und ich habe halt schon jetzt fast die ganze Map voll mit einer kontinuierlichen Highway-Straße gemacht, habe da hunderttausende Metall und Keramik drauf verwendet. Und also das ist halt wirklich das, was ich hauptsächlich mache. Ich habe halt ganz viele Orders, die ich auch machen könnte, aber gerade bin ich nur am Managen. Okay, warte, da ist gerade das Metall, da ist die Keramik. Also nur so dieses selbstmotivierte. Mit diesem Fahrzeug fahre ich dahin. Ja. Genau, weil ich halt diese Straße legen will und weil ich halt ja merke, oh fuck, diese Straße, die ich da bauen will, da hat gerade ein anderer Spieler die Ressourcen auch reingehauen. Also auch das ist so geteilt, dass du, ich vermute mal, dass du irgendwie einfach in eine Instanz mit 5, 6 Spielern gesetzt wird, dass dann die Sachen nicht einfach erscheinen, weil sonst würde ja passieren, dass du einfach in diese Welt kommst und diese Straßen stehen einfach alles, wäre ja auch scheiße. Vielleicht sind auch die Sachen, die viel geliked werden, das? Obwohl ich auch viele Sachen sehe, die gar nicht geliked sind. Nein, also das Spezielle bei den Straßen ist ja, dass sie vorgefertigt sind. Also die werden ja nicht von Spielern hingelegt, sondern da gibt es vorgefertigte ist Strukturen. Ist auch gut, dass du es nochmal erwähnst. Mhm, man kann jetzt nicht überall eine Straße hinlegen. Genau. Das wäre auch cool. Vielleicht passiert es auch später noch, I don't know, aber glaube ich nicht. Sondern das sind halt vorgefertigte Punkte, wo es irgendwie so, weiß nicht, es gibt 10 Säulen auf dieser Map, auf der ich gerade bin. Und wenn du eine davon, musst du dann 5000 Metall und 4000 Keramik und 1000 wie heißt das nochmal? Chiral Resource Matter? I don't know, diese Ressource heißt irgendwie. Das ist ja das Chiral Network. Ja. Und wie heißt die Ressource? Chiralium? Chiralium, genau. Ja. Das haust dann alles da rein und dann wird halt über, weiß ich nicht, 500 Meter eine festgelegte Straße gebaut. Ja. Und wenn du dann das nächste machst, dann connectet sich diese Straße halt. Und was halt mir passiert ist dann, ist, dass halt ich, weiß ich nicht, hatte 1000 Metall da drin, brauchte noch 4000 und dann bin ich nächstes Mal wiedergekommen, habe ich gesehen, ach, dann waren da jetzt 4000 drin, ja. Weil halt andere Spieler da reingebaut haben. Ich finde übrigens sehr süß, wie diese Spielwelt, die jetzt nicht klein ist, ja. Aber sie ist so klein, dass ich ihr nicht abkaufe, die gesamte USA zu sein. Das finde ich auch. Du läufst so 2 Stunden und bist dann einmal durch 2 Staaten gelaufen. Das ist wirklich. Finde ich auch. Vorher habe ich gedacht, okay, wie machen die da ganz Amerika? Ja, ist halt einfach sehr klein geworden. Nee, ich dachte, man macht dann so Sachen, dass man zwischendurch mal so eine Szene bekommt, weißt du, wo man ihn einfach nur laufen sieht und du machst so Tag-Nacht-Cuts und sowas und dadurch wird dann vermittelt, dass du ganz lange unterwegs bist. Aber nee, du sollst einfach. Also, diese 500 Meter sind eigentlich 500 Kilometer. Ja, so ein bisschen. Ja. Also, es ist ein bisschen abstrakt. Ja, das muss man auch wissen. Aber was ich halt jetzt total mag, dadurch, dass ich halt so viel Zeit darin investiere, einfach diesen ganzen Quatsch zu machen, habe ich jetzt diese Map und kann halt wirklich von dem einen Ende, und ich bin noch nicht ganz am Ende der Map, aber bis zum fast am Ende der Map, zum Anfangsende der Map, mit einem Motorrad auf der Straße innerhalb von, weiß ich nicht, eine Minute fahren, ohne irgendeine Gefahr für mich zu spüren oder sonst irgendwas. Und kann so auch diese normalen Orders, die ich halt bisher alle nicht gemacht habe, die werde ich dann so sehr schnell einfach abarbeiten können. Und zusätzlich ist auch alles voll diese Spielerstrukturen, das liebe ich total, dass diese Map jetzt oder diese Welt, wo in der ich gerade unterwegs bin, so anders aussieht, als ich da reinkam und so ich die auf so eine komplett andere Art und Weise durchlaufe, das finde ich absolut großartig. Weil du halt stärkere Verbindungen schaffst zwischen den Sachen. Genau. Du hast ja gerade Bedrohung nochmal erwähnt, wir haben über die Mules gesprochen, über die BTs haben wir noch gar nicht gesprochen, die Beached Things. Heißt das das? Ja. Das habe ich die ganze Zeit, wurde das schon gesagt oder wurde das später das gesagt? Relativ am Anfang schon gesagt, in einem Interview. Okay, dann habe ich es übersehen, weil ich dachte, was so.
Bioterror, nee, Beach-Terror. Things, was ich sehr lustig finde. Ja. Das sind diese Schemen, die ich am Anfang erwähnt habe. Die sind in bestimmten Gebieten unterwegs. Und da gehst du dann in so einen speziellen Modus, in dem, ne, man hat ja so ein Baby vorne rangeschnallt, haben wir noch gar nicht drüber geredet, das Baby, das nur Equipment ist und verbinde dich gar nicht mit ihm emotional, aber natürlich verbindest du dich emotional damit, weil es ein fucking Baby ist. Naja. Das funktioniert halt überhaupt nicht. So einen traurigen Hundewelpen da reinsetzen. Nein, aber das ist nur ein Ding. Als wäre es ein Roboterbaby wäre ja, oder so, weißt du? Aber naja. Und also das will ich jetzt nicht überhaupt nicht versuchen zu erklären, weil es die Leute in der Spielwelt auch nicht verstehen. Es sorgt jedenfalls dafür, dass du mit diesem Scanner, den du auf dem Rücken hast, was so ein mechanischer Arm ist, der auf und zugeht, die erkennst. Und zwar, wenn du scannst. Mhm. Wenn du läufst, siehst du sie nicht. Und das wird dann quasi zu einem Stealth Spiel, wo du dann so durch musst und du bleibst immer stehen, guckst, wo die gerade sind und dann gehst du weiter und musst dann, falls sie dich mal entdecken, die Luft anhalten, damit sie dich nicht richtig entdecken und wenn sie dich richtig entdecken, versuchen sie dich so in so einen schwarzen Goo reinzuziehen und da kommst du aber auch noch ganz gut raus. Ist dir das mal passiert, dass du reingezogen wurdest? Nicht komplett, nee. Ist mir noch nie passiert. Das ist fucking awesome. Also beziehungsweise doch, einmal wurde ich reingezogen, aber ich glaube, das sollte so sein, weil sie mich zu einem größeren Viech gezogen hat. Ja, also mir ist das halt einmal dynamisch im Spiel passiert, relativ am Anfang. Und das ist einer der coolsten Videospielmomente, die ich seit langer Zeit gehabt habe. Und dann muss ich das mal absichtlich erzwingen. Also das wäre auch bei dir jetzt nicht so, nicht der gleiche Moment. Einfach, das war auch, weil das auch relativ am Anfang war, hatte auch was damit zu tun. Aber das war einfach was, wo ich gar keinen Kontext für hatte. Und ich so, what the fuck is this? Weil das passiert ja auch in der Story einmal. Ja, ja, genau. Und aber das meinst du nicht? Nee, also bei mir war es halt wirklich ein dynamischer Videospielmoment. Und das wirkte halt, also dieser dynamische Moment war einfach besser inszeniert als die meisten geskripteten Videospielmomente, die ich hatte. Und das war halt fucking amazing. Ich hab übrigens, das, wenn wir irgendwann mal so einen Spoilercast oder sonst irgendwas drüber machen, dann werde ich das mal beschreiben. Ich habe auf Twitter so ein Video verlinkt gesehen von Shuhei Yoshida, hat das tatsächlich verlinkt, wo jemand wenn die dich so reinziehen, entsteht ja dieses Goo. Mhm. Und wenn du da draus bist, ist das aber immer noch da und das verfolgt dich aber nicht zwingend, weil die dann schon gar nicht mehr wissen, wo du bist. Ja. Und du kannst, also du siehst dann diese Schemen, wie sie versuchen, so rauszugreifen und so in deine Richtung greifen. Du kannst halt auf die raufpinkeln. Und dann gehen sie weg. That's good. Das ist so dumm. That's good. Weil man natürlich pinkeln kann in dem natürlich Spiel. Natürlich kann man pinkeln. Und dann entstehen diese Pilze. Ja, jedenfalls sind das Stealth-Passagen. Man bekommt aber später auch noch Werkzeuge an die Hand, um mit denen klarzukommen. Also bei mir, nach den ersten paar Begegnungen, hat das auch nicht mehr funktioniert als Spannungsbringer, weil ich finde die einfach nicht sehr bedrohlich. Es ist sehr einfach, denen zu entkommen, mit denen klarzukommen. Deswegen ist es eher so ein, ach, die schon wieder, wenn ich denen jetzt mal begegne. Generell. Also man kann sie tatsächlich aber auch, muss sagen, man kann sie auch loswerden. Ja. Tatsächlich, dauerhaft. Ja, ja. Also, ja. Aber also gerade deswegen ist die Bedrohung halt geringer. Aber ich weiß nicht, respawnt es da irgendwann? Weil ich hatte mal wie sie funktionieren, aber sie kommen einfach, ja, an verschiedenen Stellen. Ja, also es gab mal so eine Stelle, wo einfach immer Dinge waren. So, das war ein BT-Area. Aber die habe ich dann über Wege komplett halt befreit. Ja. Und dann waren die auch nicht mehr da tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob sie irgendwann dann wieder respawnen, aber das war einfach ein Gebiet, durch das dann völlig frei rumrennen konnte, was ziemlich cool war. Das finde ich übrigens auch interessant, dadurch, dass du so ein spezieller Typ bist. Ein Repatriate heißt das ja. Dadurch, dass du kannst wiederkommen, wenn du stirbst. Of the Repatriates. Und dadurch ist im Plot verankert, dass deine Substanz, also nicht nur dein Blut, mit Blut merkt man es storytechnisch, aber auch andere Exkremente dafür genutzt werden, um Waffen zu bauen, was dann erklärt, warum nur du die Fähigkeit hast, dich gegen diese Dinger zu wehren. Und warum Punkt du sowas ist, Serie, das ist halt ein Typ, der sagt, ja, weiß ich nicht, werf doch mal deine Scheiße auf sie. Guck, was passiert. und das ist halt, also, ein gutes Spiel. I don't know what to say. It's a good game. Also der Grund, weshalb ich am Anfang gesagt habe, ich will eigentlich noch gar nicht über Death Stranding reden. Und jetzt haben wir ja sehr lange darüber geredet, weil man über das Spiel viel reden kann. Spaß ist nicht wirklich das, was ich bisher hatte mit dem Spiel über die größte Zeit. Ich fand, also wie gesagt, ich habe diese Motivation nicht, dass ich sage, oh, ich baue jetzt hier die Straße oder mache jetzt hier die 20 Millionen Orders, die es gibt in dem Spiel. Ich denke mir, ich würde gern mehr von der Story sehen, weil das Spiel auch anfängt mit
fast 2 Stunden Cutscenes oder sowas gefühlt, wo es wirklich viel aufbaut und richtig gut inszeniert ist. Und da war ich so voll gut drin, so voll dabei. Und dann macht's halt, ne, Pausenknopf und wahrscheinlich geht's erst nach 40 Stunden richtig weiter. Ich find nicht, dass ich es als Pausenknopf sagen würde, weil also da, es ist ein bisschen, es ist so getröpfelt. Ich würde es nur im Kontrast zu Metal Gear Solid setzen müssen, weil in Metal Gear Solid war es halt weird. In Metal Gear Solid hast du halt gemerkt, okay, hier, warum wird gerade die Geschichte nicht erzählt? Es ist gerade irgendwie, es wird schon begründet in der Spielwelt, weil du halt Mercenary bist und so, aber das ist trotzdem nicht so weird. Ich finde, durch die Prämisse in Death Stranding wirkt es nicht so stör oder so weird, so, als ob da was fehlt, sondern das gibt zumindest in der, also es macht natürlich jetzt nicht das für dich als Spielerfahrung besser, aber es wirkt passender zu dieser Spielerfahrung, dass die Story so langsamer kommt, weil die Story halt ist, lauf durch Amerika. Ja. Und jetzt nicht jage Zero und so. Da würde ich dir auch vollkommen zustimmen. Ich finde generell, es ist ein sehr viel kohärenteres Spiel als Metal Gear Solid 5. Ja. Und wie gesagt, ich weiß ja total zu schätzen, wie Gameplay und Story und Theme alles ineinander greifen. Aber ich merke, wie ich immer wieder zu dem Spiel zurückkehre und wie ich auch jetzt so das Bedürfnis habe, zum Spiel zurückzukehren. Aber nicht, weil ich so unglaublich viel Spaß damit habe. Also ich hatte auch schon Strecken, wo ich richtig gelangweilt war von diesem Spiel, wo ich mir so dachte, okay, ich weiß jetzt, was du bist, Death Stranding. Mhm. Und ich hätte nicht erwartet, wie sehr dann hier doch die Struktur von einem Metal Gear Solid 5 drin steckt. Und das ist einfach nicht das, was ich an Videospielen so gerne mag. Und das ist dieses Death Stranding ist die Art Spiel, die ich sehe, die ist bei Steam in den Topsellern auf Platz 1. Wieder so ein Ding, wo Leute Sachen aufbauen und zusammen irgendwas errichten und dann nach 3 Wochen kommt das nächste dieser Art. Nur bei Death Stranding kann nicht nach 3 Wochen das nächste dieser Art kommen, weil halt ein AAA-Budget dahinter steckt und diese extreme Inszenierung und Story und Welt und so. Aber im Kern erinnert es mich sehr daran. Weißt du, es ist so ein, es ist ja fast ein Aufbauspiel in dem Sinne. Und da auf der Ebene hat es mich nicht so richtig. Okay. Ich bin so total interessiert, weil ne, ihr merkt ja anhand dieser Diskussion, dass selbst wenn ich jetzt auch das Spiel durchspiele und sage, nee, das ist nicht meins und ich fand das die meiste Zeit eher langweilig, ist das etwas, das ich dem Spiel nicht entgegenhalte, weil ich auch in unserem Discord-Forum mal reingeguckt habe und gesehen habe, wie die Leute sich drüber unterhalten, über das, was sie so machen. Und hier habe ich mal 5 Stunden damit verbracht, das hier zu bauen und oh, wie cool. Und das finde ich total herzerwärmend eigentlich, wie sehr das da zündet. Und finde es dann schade, dass es bei mir das nicht tut. Das kann ich dann auch nicht ändern so. Aber trotzdem weiß ich dann sehr zu schätzen, was dieses Spiel macht. Und ich weiß, also ich freue mich, dass es dieses Spiel gibt. Ich freue mich, dass es sowas Eigenes, anderes, Bizarres geworden ist, was halt zeigt, dass du auch, ne, so, also auch im AAA, beziehungsweise ob es das zeigt, wird sich an den Verkaufszahlen zeigen, dass du auch im AAA-Bereich Experimente wagen kannst, zumindest wenn du ein Kojima bist. Ja, glaube ich, weiß nicht, wie allgemeingültig das dann wird. Aber ja, es, das ist, weil es halt viele Elemente hat von so anderen großen Spielen, ne? Du sammelst Sachen, baust Sachen, craftest Sachen, aber der grundlegende Gameplay-Loop ist ein komplett anderer. Mhm. In fast jedem dieser Spiele, in einem Horizon Zero Dawn oder sowas, ist das Kern-Gameplay der Kampf. Ja, ja, ja. Und das ist der ja Konf- einfach in irgendeiner Art Weise der Konflikt. Hier alles, ist das Konfliktvermeidung. Meistens machst du diese Dinge halt, um irgendwie besser zu werden in den Konflikten. Genau, ja. Und das passiert ja auch eigentlich. Also du kriegst ja auch also, ja, Armor das und so ein Kram. Stimmt, aber recht. Aber ich, also die finde ich dann okay, aber wenn ich halt, wo ich excited werde, ist, wenn ich halt neue Tools bekomme, um abseits der Konflikte besser mit der Spielwelt interagieren zu können. Ja, ich habe das, also bei mir funktioniert das halt auch auf dieser spielerischen Ebene super. Ich habe richtig, ich will mehr Straßen bauen. Infrastrukturwoche ist startet bei Robin Schweiger. Ich habe da so viel Freude dran. Es wird wieder so ein Metal Gear Solid 5 Ding. Robin spielt das jetzt den ganzen Monat und macht dann kein Video zu. That's done. Ah, it hurts so much. It's so true. It hurts so much because it's so true. Ich mache aber kein Story-Video dazu. Weil das ist nämlich das Ding, selbst wenn mir die Story am Ende nicht gefällt, oder sie momentan, also das ist auch nicht das Ding, ist es nicht so, dass sie mir nicht gefällt. Mhm. Ich finde es halt mega obvious teilweise, wie sie dir das alles reinhämmern, das Theme. Aber bin nämlich so richtig böse, weil es halt so schön eigenartig und seltsam alles ist. Und mir geht's wie dir. Ich mag auch diese Hintergrundgeschichte total gern und Sachen zu erfahren über das Death Stranding und so. Also da bin ich schon investiert. Und ich habe halt diese Erwartungshaltung nicht, die ich bei Metal Gear hatte,
wo ich etwas Bestimmtes dachte, zu bekommen, und dann bekam ich es nicht und dann war es auch unfertig. Verstehe ich ja total. Ja. Das ist übrigens ein Teil noch, der mich auch motiviert, unabhängig, also das Spiel selbst motiviert mich da auch sehr, einfach die Spielerfahrung, aber wenn du diese Orders machst, also diese Nebenquests, die es quasi sind, wo ich mir auch am Anfang sicher war, wenn die einfach generiert, aber nee, die haben Nummern, also das sind schon feste Anzahl an Nebenquests, dann steigst du halt im Rang bei diesen jeweiligen Outposts und du bekommst halt Belohnungen und du bekommst halt als Belohnung auch immer halt so Interviewtexte, so sehr Research Papers quasi, und da sind teilweise richtig interessante und abgefahrene Dinge drin, und die motivieren mich auch sehr. Was ich halt lustig finde, wenn du so ein Ding auf Level 5 machst, dann sagt er dir, hier, vielleicht kannst du das brauchen, also, oh ja, dankeschön, das ist einfach ein Stern. Also, hast du schon mal auf Level 5 gemacht? Du kriegst einfach einen Stern auf deine Uniform. Ach so. Wenn du auf Level 5 machst. Aber mehr passiert nicht. Also, ich weiß, aber süß. Ja, das ist ganz cute. Und das wäre dann immer mehr dann. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob dann, wenn ich 10 Sterne habe, ob dann, ich weiß nicht, einen Raketenwerfer bekomme. aber bisher sagen wir, oh, danke für die viel Hilfe. Hier, ich hoffe, das ist nützlich für dich. Aber danke. Bis dahin kriegst du doch teilweise schon Equipment. Genau, vorher bekommst du. Und das mochte ich dann auch sehr. Du triffst ja zwischendurch dann auch Außenposten, die nicht in deine Koalition hinein wollen, laut Plots. Und dann kannst du auch weiter und dann bleiben die einfach nicht weiter. Aber wenn du dann weiter Orders für die erledigst, Sidequest-Orders, dann sagen die irgendwann, okay, ich komme doch mit rein. Wenn dann dadurch geht dann dieses Gebiet dann doch mit online und du hast dann doch wieder die Spielerstrukturen drin, obwohl das im Hauptplot besprochen wurde. Was wiederum dann so ein bisschen bei mir dann da reingeht, wo ich denke, okay, diese Spielerfahrung selbst ist ein ziemlich integraler Teil der Geschichte, die da erzählt wird. Deswegen bin ich sehr happy, dass mir das so viel Freude bereitet. Ja. Sehr schön. Okay, wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über Death Stranding garantiert geredet haben. Weil, wie gesagt, ich will es auch noch weiterspielen, auch wenn es bei mir jetzt leider nicht so gezündet hat. Aber interessiert bin ich auf jeden Fall an dem Spiel. Und es ist halt so dieses es ist so schön, ein Spiel zu sehen, wo so alles aus einem Guss wirkt. Mm. Also alles passt irgendwie zusammen. Yes. Ich hatte jetzt noch nicht so ein Ding, wo ich so dachte, okay, das kommt ja jetzt aus dem Nichts, so in dem Sinne. Da merkt man, wie klar die Vision zu sein scheint für dieses Spiel. Was ich absolut fucking crazy fand, ist, dass der erste fucking Teaser-Trailer eine Cutscene im Spiel ist. Leicht verändert, sure. Ja, aber ja. Ich war mir, das war mir sicher, dass das ein Konzept-Trailer so gewesen sein muss. Ja, das stimmt. Aber das halt, wie lange gab es denn die Firma da? 2 Wochen? Weißt du, dass der da halt schon so weit war, dass er diese fucking Cutscene, das fand ich unfassbar. Das ist generell sehr witzig, immer wieder Szenen aus Trailern zu sehen. Aber es ist nicht das Problem. Also ich habe jetzt auch den finalen Launcher nicht mal angucken, aber mit denen auf auch nicht, aber bei mir ist jetzt zumindest nicht die Erfahrung, wo ich bei jeder Cutscene sage, kenne ich. Sondern bei mir hatte es jetzt schon mehrere Cutscenes auch, oder Großteil der Cutscenes, wo ich halt wirklich auch nicht wusste, was das ist. Nee, ich glaube, da ist aber auch das Ding, bei Metal Gear konntest du halt viel mehr mit den Cutscenes anfangen, die sie gezeigt haben, weil du ja den Kontext schon kanntest. Ja, und hier ist das ja nicht so. Ja. Also selbst wenn sie dir dann Sachen gezeigt haben, die vom Ende sind, who knows? Ja. Also du weißt ja überhaupt nicht, worum es so richtig geht in dem Spiel. Deswegen hat es, glaube ich, auch hier nochmal einen anderen Effekt. Aber ich kannte die neuen Trailer jetzt auch nicht. Bin auch ganz glücklich mit, weil das Spiel dann immer noch genug Überraschungspotenzial bot. Gut. Lass uns das mal beenden an dieser Stelle zu Death Stranding. Gerne eure Eindrücke in die Kommentare. Wir haben noch einen Film. Aber ganz wichtig, ohne Spoiler. Ohne Spoiler, Dankeschön. Richtig. Auch, gut, also ich würde auch sagen, auch nicht mit Spoilerwarnung, macht einfach keine Spoiler. Vielleicht eher, mit Spoilerwarnung finde ich nicht so schlimm. Solange am Anfang klar dasteht, okay, hier wird gespoilert, kannst du es ja super easy überfliegen. Drück ein paar Mal Enter, bitte. So, dass man auch weiterlesen klicken muss. Das war lieb von euch. Dankeschön. Okay, wir haben noch einen Film auf der Liste, nämlich Booksmart, um mal über was komplett anderes sehr zu reden. Anderes. Also in Booksmart wurde die Grenze zwischen Leben und Tod. Geht das auch über Strands? Leute wollen connecten miteinander. Booksmart kam bereits, ich glaube, letztes Jahr raus in den USA. Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall echt eine ganze fucking Weile her und wurde dort sehr gefeiert. Regie hat Olivia Wilde geführt, die Schauspielerin, die die ein oder anderen von euch aus Dr. House noch kennen werden vielleicht. Und? Was noch zu Wikipedia, wann das rauskam? Hier steht der deutsche Release. Ja, 2019, I guess. Ich rede einfach mal ein bisschen währenddessen weiter. Stellt euch, wie hieß der Film jetzt aber? Jonah Hill und Michael Cera, dieser Wir gehen saufen auf Party, McLovin. This is the End? Nee, mit McLovin. Badass, Kick-Ass, nicht Kick-Ass. Ach so, den ich nicht gesehen habe. Shit, wie heißt denn der nochmal? Ich habe es bis gerade im Kopf. Ihr wisst, was ich meine. Jeder von euch kennt diesen Film mit McLovin.
Also ist quasi dieser Film. Im Mai kam der raus. Im Mai diesen Jahres? Ja. Okay, dann ich dachte, das wäre länger her gewesen. Es ist quasi das, aber also die Prämisse Superbad? Ist. Superbad? Superbad. Okay. Well done, vielen Dank. Aber die Prämisse ist im Grunde fast die gleiche, aber ein sehr anderer Film. Du hast hier zwei junge Frauen, die halt letzte Woche ihrer schulischen Laufbahn, und dann gehen die aufs College. Ist das College, was danach kommt nach der Highschool? There's no way to know. Sie gehen dann aufs Gymnasium danach, aufs Ultra-Gymnasium. Das ist die neue Pokémon-Version. Und haben halt waren nie feiern und haben keine Freunde gehabt oder beziehungsweise keine Freundin. Eine von ihnen ist lesbisch und hatten keine großen Erfahrungen. Und eine von ihnen ist halt auch Schülersprecherin und sagt halt, dafür gehe ich halt jetzt auf Yale und bin mega klug und dafür habe ich halt das gemacht. Und dann, es gab halt eine Regel innerhalb dieser Schule, die von den Schülern selbst gemacht wurde, dass die Leute nicht sagen sollen, auf welche Schule sie danach gehen, weil das diskriminierend wirken kann auf Leute, die halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht auf große, prestigeträchtige Schulen gehen können. Deswegen sollte man das nicht genau sagen. So, deswegen weiß auch niemand, wo er auf die nächste Schule gekommen ist. Aber sie war halt sehr stolz, dass sie in Yale ist und hat da ihr ganzes Selbstwertgefühl reingepackt. Und sieht sich halt auch sehr über den Leuten und macht sich halt über so Leute dann lustig deswegen. Und ich sage, Digga, ich bin auch bei Harvard, was willst du von mir? Und dann erfährt sie so, dass all die Jocks, all die Leute, die immer nur Party waren, die immer nur rumgemacht haben, gefeiert haben, dass die auch nicht dumm sind, sondern dass sie auch auf cool weiter für eine Schule, und ihr komplettes Selbstwertgefühl zerbricht halt komplett. Sie haben dann halt vor, in dieser Nacht vorm Abschluss zu dieser großen Party zu gehen von diesem einen Typen, und sie will mit dem einen Typen rummachen und sie will endlich dieser Skateboarderin, die sie seit Jahren hinterherhimmelt, sagen, was sie fühlt, und dann machen sie große letzte Nacht, bevor sie dann in die Welt hinausgehen. Also relativ klassische Prämisse. Da ist dabei aber so fucking wholesome und lustig, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der Film ist halt so gutartig. Also der Film ist halt nicht aus dieser Perspektive von so, yeah, Party, und da ist dann der Dicke, über den man sich lustig macht, der fällt hin, das ist lustig. Sondern es ist so komplett aus der Perspektive dieser Mädchen geschrieben. Es ist sehr, 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 ich hab gesagt, der Film ist unfassbar gay. Das meine ich sehr positiv. Also es ist ein extrem LGBTQ-plus-freundlicher Film, wo man auch so wirklich, also das habe ich jetzt nicht so oft in Hollywood-Filmen dieser Art gesehen, wo es halt einfach, was halt gleichzeitig einfach so eine Party-Komödie ist. Und ja, zwischendurch geht dann auch mal die Stimmung runter, weil es natürlich einen Story-Arc geben muss. Aber es ist trotzdem immer mit diesem Hintergrund, dass du dich eingewickelt fühlst in so eine warme Decke von, oh, das ist so cute und so lustig und oh mein Gott, ich kann das irgendwie auch nachempfinden, was da passiert. Wir fanden den Film, wir waren mit vier Leuten da, wir fanden den alle absolut hervorragend. Sehr schön. Durchgehend durchgelacht, mir sind ab und zu fast Tränen gekommen, weil ich es so schön fand. Regie ist hervorragend, das Editing ist Weltklasse, das Comedic Timing im Editing ist so fucking gut. Auch optisch haben sie sich da wirklich was einfallen lassen mit einzelnen Sektionen. Da werden auch mal zwischendurch Drogen genommen und was sie sich halt da einfallen lassen, und damit es nicht einfach nur wieder so ein Drogentrip-Szene wird, ist sehr, sehr gut. Also sondern guckt euch einfach diesen Film an. Der Film ist super lustig, der Film ist super cute, super wholesome. Ihr werdet euch danach super toll fühlen. Es hat mir wirklich viel gegeben. Das freut mich sehr. Ja. Ich hatte auch schon Positives darüber gehört und hatte dann gehofft, dass das auch sich bewahrheitet. Weil dann werde ich den auch mal auf die Liste packen. Und wenn wir gerade bei Schulfilmen sind, will ich noch mal Eighth Grade erwähnen, was im letzten Jahr erschienen ist. Das ist inzwischen auch in Deutschland anschaubar, problemlos. Das war ja lange Zeit. War der auch eher lustig oder war das ein Drama? Was war das? Ach, na ja, also wenn ich jetzt sage, das ist ein Drama, dann klingt es zu dramatisch. Es ist sehr bodenständig und spiegelt, finde ich, so einen Teenie-Alltag mit auch so, also hellen und dunklen Seiten wieder. Es geht da viel um die Unsicherheiten von einem Teenager und wie die damit umgeht und sie überwindet. Ja. Und das ist super schön und ehrlich, und der hat mich richtig berührt, dieser Film. Ja. Deswegen auch da noch Need mal die to watch that. Okay, sehr schön. Dann war's das mit diesem Podcast im Wesentlichen. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/hookt und steadyhq.de/hookt. Würde uns sehr freuen. Ab $25 bzw. Euro werdet ihr dort zum Podcast-Produzenten und werdet hier dankend namentlich erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Geribor, Julian Drewes,
Hassan Zahn, Donathan Styles, aka Don Stylo, Michael, Fure 96, Der Didi, Lignum, Tommy 88088, Apu 42, Gustian, Rocket Rüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin 008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dubicai. Vielen Dank. Sorry, ist wieder low angegangen. Das passiert mir jetzt ständig. Es kann auch sehr. Also ich glaube, inzwischen habe ich auch ein ganzes Album freigeschaltet in dem Spiel. Ja, das. Ich finde ein bisschen schade, dass man die nicht selbst anschmeißen kann. Das stimmt. Kann man nur im Room machen. Genau, ne? Ja. Über den wir auch nicht geredet haben. Ich hab auch den God of War Soundtrack freigeschaltet als Collectible. Man kann Norman Reedus in so vielen verschiedenen Posen sehen. Im Raum meinst du einen Spiegel? Private Room am Spiegel. Das ist ein Jumpscare. Oder wenn man ihn so beobachtet beim Rumsitzen, wenn du da raufzoomst auf verschiedene Stellen. Ich hasse es, wie er mir zuzwinkert. Ich fühle mich so angefasst von Norman Reedus, wie er mir immer so zuzwinkert. Aber es ist wirklich, wenn du in den Spiegel gehst und einfach, okay, ich soll hier Analogstick in eine Richtung drücken, dann drückst du den. Und wenn du halt Pech hast, kommt der scariest shit ever. Große Zunge. Die detaillierteste Zunge, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. And I was not fucking prepared. Ja, aber Bibi mag's. Bibi mag's. Bibi liked es. Oh, selbst das Baby kann Likes geben. Das ist sehr gut. Mag ich auch, wenn du einfach rumrennst und das Baby schreit, Baby gave you like. So, how? Ist übrigens super schön, du kannst dich hinsetzen ja jederzeit im Spiel. Und auch jederzeit hinlegen. Geht das? Also, cool, wusste ich nicht. Ich glaube aber schon. Du kannst halt Kreis gedrückt halten und dann ruht er sich halt aus. Okay. Und währenddessen, wenn du dann die mittlere Taste reindrückst, dann fängt er an zu pfeifen oder sowas, was dann das Baby beruhigt. Ha! Also auch irgendwie sehr wholesome in der. Wenn ihr in dem Raum seid, immer mal Bibi soothen. Mhm. Da passieren coole Dinge. Ja. Kann ich bestätigen. Ja. Auch ein schönes Detail, dass Story-Ereignisse als kleine grüne Püppchen dargestellt werden, die dann bei dir stehen. Ach, es steckt einfach sehr viel drin in diesem Spiel. It does. Okay, das soll es dann gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Nächstes Mal hat Tom Pokémon gespielt. Oh, stimmt. Das wäre aufregend. Und vielleicht ja auch, mal gucken. Nee, obwohl Shenmue dann noch nicht. Ich glaube, Shenmue kommt erst 3 Tage später raus oder so. Oder Shenmue kommt an ein bisschen später. Nee, am 15. kommt Pokémon und Star Wars. Ja, Star Wars ja auch. Und dann ein paar Tage später, also wirklich nur 3 Tage später oder so, kommt Shenmue. But I need to build bridges and roads. There's no time. There's no time. The infrastructure has to go on. No. Tja, alle anderen Spiele müssen sich dann wohl hinten anstellen. No. Naja. Okay, tschüss. Sag mal tschüss, Robin. Like meine Brücken. Lasst ein Like da. Man kann dich halt nicht gezielt suchen. Subscribe. Wie heißt du denn auf? Ristas. Ristas. Okay. Das war früher mein World of Warcraft Character Name und dann habe ich irgendwo. Also wenn ihr einen Ristas seht, das ist Robin. Ich glaube, es ist auch ein Papagei, wie ich es später erfahren habe. Das ist doch schön. Was ironisch ist, weil Robin ist ein Rotkehlchen. Also ich habe meinen Fantasy-Namen. Das Vogel-Theme ist drin. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber naja. Deswegen mag Mats mich vielleicht. Ja. Mal gucken, man weiß es nicht. Tschüss.